könnte Pilar vielleicht oben bleiben. Flupp, da sind wir. Hallo. Hada. Also, die Frage war jetzt, ob wir nochmal in die anderen Kammern reingehen wollen. Aber dann würden wir wahrscheinlich diese Türme aktivieren. Und hast du denn einen Zaubertrick, also der keine Zauberplätze kostet, was Blitz ist? Blitz, nö. Kannst du einen reinmachen aus dem Zauberbuch? Zaubertrickmäßig? Ja, du hättest eine Schriftrolle Kettenblitz. Ja, aber er braucht mehrere Aktionen dafür wahrscheinlich. Es sind ja vier Okay. Türme. Bloß die Frage, also. Und Pfeilblitze, Ja, die kann man doch gut. auch nehmen, oder? Ich habe hier einen Standardblitz, also. Wie viel Schaden macht Den denn der? Hexenpfeil. 12 maximal. Jo, also der macht doppelten Schaden. Also 24. Ja, für was brauchst du den denn? Naja, diese Türme, diese Arkantürme, die dann da oben spawnen, die sind anfällig gegen Blitz. Die Sache ist halt, wenn einer von uns in die Schatzkammer geht und das lootet, dann könntest du dich um die Türme kümmern. Mit deinen Blitzzaubern, weißt Ja, kann ich machen. Wie viel Leben haben die denn? du? Ich glaube nicht viel, 14 oder so. Du musst allerdings 10 Schaden machen, also Minimum 10 Schaden, damit die überhaupt Schaden nehmen. Und Jo, na, dann. dafür brauchst du halt Blitzzauber, also mit Blitzzaubern machen die halt doppelten Schaden. Also, wenn du einmal einen 24er raushaust, dann ist ein so ein Turm, glaube ich, schon tot. Und Ah ja. das, ja. Dann könntest du na dich nach und nach halt um die Dinger kümmern, wisst ihr? Wie kommt ihr denn da alle hoch? Na, Na einfach da, wieder durch den diese Knopf. eine Vase da. Einfach wieder den Knopf drücken. Da sind wir. Oder das Ding geht nur an, wenn wir Schatzkammer drücken. Was war das eine unten? Ja, wir sind jetzt unten, ja. Und dann Unten gibt's und noch das ist Räumung. Räumung. Ja, wir sollten jetzt aber nicht hier alle hier hinrennen, weil die spawnen ja hier. Also wir Okay. sollten, also der den Knopf nicht drückt, sollten hier draußen sein. Am besten. Ja, wir können hier das Ding platt machen. Oder so, ja. Hier draußen können sie einem nicht Jusen, greifen. komm mal mit. Du solltest vielleicht da nicht rumstehen. No. Dass wir uns hier draußen aufhalten. Da hinten sind Magierhände. Ja. Oh, die sind So. lieb anscheinend. Und Pilar müsste sich so hinstellen, dass er nur gegen einen von den Dingern kämpft erstmal. Dass die nicht alle auf Das ihn hinter mir zielen. was? Nö. Na hier, da ist einer dann. Ja, den halt doch von hier aus Da in. ist einer. Okay. Da ist einer. Na, überall, wo du halt blau auf dem Boden siehst, wahrscheinlich. Ah, genau. Achso, kurzer Rast. Oh, dann. Und da, na warte, lass das erstmal hier machen. Ja, sonst nehme ich erstmal. Ja, genau, Muss lass nochmal speichern, mal oder? hier rüber. Ich hoffe, der hier unten aktiviert sich dann. alle vier aktivieren sich gleichzeitig, Pilar. Achso, ja, okay. Aber hier Deswegen. sollte ich eigentlich gegen einen kämpfen können. Ja, Hoffe ich. musst du nur gucken, dass der da unten dann nicht auf dich zielt. Die haben eine Und wir ziemlich. chillen hier draußen und warten, Ist oder was? egal, wo ich mich hinstelle, Alex. Alles ist nicht sehr vorteilhaft. Steh immer zwischen zweien. Okay. Oder ich stelle mich erstmal doch hier hinter. Kannst dich hinter diesen Säulen verstecken, da schießt du dich nicht an. So Oder ich gucken. fange von hier an. Können sie mich ja eigentlich. Also da oben ist auch Okay, einer, da ne? unten. Ja, genau, auf den habe ich sie abgesehen. Ja, der da. Oh, dann der, ja, müssen die beiden hier unten eigentlich nicht auf dich schießen vielleicht. Wenn du dich noch ein Stück da nach rechts stellst, kannst du dich da noch ein bisschen in die Ecke stellen. Dann sehen die dich von da unten vielleicht nicht. Genau. Okay. Deinen Zaubertrick hast du ausgewählt? Der ist hier unten, ja. Okay, dann gucke ich mal, was passiert. Also dann nehme ich jetzt nicht Schatzkammer. Dann nehme ich jetzt erstmal was anderes. Okay, das ist eine Falle. Es ist eine Falle. Wo ist da eine Falle?
Du hast gesagt, das ist eine Falle. Clean up. Hm. Okay. Achso, hier sind Fallen aktiviert. Da. So eine Gaswolken habe ich jetzt aktiviert hier. Okay. Ah, okay. Ich glaube, die restlichen Fallen, die wir nicht gesehen hatten, die habe ich jetzt aktiviert mit dem Aufräumen. Ah, ja, okay. Okay, dann mal gucken. Sicherheit. Achso, mit Sicherheit aktiviere ich dann wahrscheinlich diese Kanonen, oder? Mit Sicherheit. Kann aber auch sein. Dann probiere ich vielleicht doch erstmal Schatzkammer. Mal gucken. Na, oder Räumung. Das habe ich ja gerade. Hat er das schon gemacht mit dem Gas? Achso, das war das Grüne. Ja, schön, dass du mir zuhört hast. Ich hab doch zugehört, sogar der User zugehört. Okay, hat sich irgendwas aktiviert? Nö. Nö. Oder, Peiler? Achso, ich stehe nicht drin, aber ich geh mal ein Stück drin. Ich sehe mir das einfach noch nicht. Achso, Peiler ist gar nicht im Discord. Nö, Schatzkammer ist nicht. Peiler ist wieder rausgeflogen wahrscheinlich. Krass, ist sich Discord einfach komplett geschlossen? Ja. Dein PC hat zurzeit aber auch Probleme, wa? Das hat nichts mit dem PC zu tun, das ist Discord. Was? Ja, nee, ist bei mir ist aktuell ein Bug, dass wenn ich zugucke beim Stream und Vollbild mache, dann schließt sich bei mir Discord komplett. Muss ich jedes Mal neu starten. Das ist aktuell wieder sehr buggy. Und nein, oben ist nichts. Okay. Gut. Ich wäre bereit, Alex. Wofür? Soll ich den Knopf vor mir drücken, oder? Nee, da kommt Gegner. Nee. Nicht. Abmachen. Einfach nur warten, Peiler. Ja. Ui. Alex konnte auf Schatzkammer klicken und was passiert. Ja, genau. Räumt die gerade aus. Das war quasi unsere, also die Frage, was passiert. Genau, es kann sein, wenn du Sicherheit. Oder drückst. Vielleicht dadurch, dass der Dude jetzt oder wieder unten schon waren. Nee, ich gehe mal davon aus, dass Sicherheit diese Türme aktiviert. Die Türme aktiviert, ja. Ah, okay. Weil Husen sich ja nicht erinnern konnte, welchen Knopf er damals gedrückt hat. Ich Schatzkammer. Ich war in der Schatzkammer drin. Einer von euch muss Sicherheit gedrückt haben. Oder man muss in der richtigen Reihenfolge, dass man erst nach unten gehen muss, um quasi die Dinger zu deaktivieren. Naja, können wir ja gleich. Also, dann könnt ihr eigentlich alle durch die Schatzkammer kommen, weil hier unten geht's dann weiter. Achso, na easy goal. Die anderen Wege nicht ausprobieren? Welche anderen Wege? Na, außer Sicherheit war wir ja überall. Achso, ich hab gedacht, hier sind vier Knöpfe. Ja, und wir haben drei schon gedrückt. Oh, okay. Kunst. Oh, nice, mit Energie. Muck, geil, du hast einen Pfeil im Inventar, Alex. Wo du mit dem Pfeil hinschießt, teleportierst du dich hin. Hm. Den hab ich auch. Oh ja, den Zauberspruch nehme ich, David. Du bist auch hochgesprungen über die Brette da, oder? Oh nein, ich bin durch. Ist das giftig? Nee, wir müssen den richtigen Knopf drücken, oder? Ja, genau, einfach... Wir sind alle auf einer Ebene, oder was? Ja, bei Schatzkammer, ja. Einfach zu Schatzkammer kommen. Und durch Schatzkammer. Vorbei gerannt? Das ist hier neben dem Grün. Hä? Wo neben dem Grün? Neben der grünen Wolke. Hier sind zwei grüne Wolken, David, aber okay. Achso, oh, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall neben einer grünen Wolke. Denke mal, David meint den hier hinten. Hä? Man kann einfach rüberlaufen? Ja, Schatzkammer, das ist er. Komm mal. Da drüben hast du die Kiste? Ja, ich hab alle. Oh Mann. Dann, hallo, hallöchen, meine Lieben. Könnt ihr einfach rüberlaufen. Soll ich den Knopf mal drücken? Nein, warte noch. Drück bloß nicht den Knopf, David. Drück nicht den Knopf. Lass erstmal alle herkommen. Was denn für ein Knopf? Na hier, neben da. Achso. Den Knopf, wo drauf steht, nicht den Knopf drücken. Warte, lass mich erstmal hier auf ein sicheres. Jetzt kannst du drücken. Wo waren das? Das war bei Modern Family, ne? Und bei Malcolm mittendrin gibt's, glaube ich, auch so eine Folge. So, alle da, dann drücken wir den Knopf. Passiert? Ja, der Knopf macht nur die Tür zu, wahrscheinlich, oder Tür auf. Das hat sich ein Geheimgang angehört. Bei Alex ist doch da aufgegangen, oder? Ne, das hab ich gemacht. Achso. Alles andere habt ihr schon gelootet, okay. Ja, hab hier bei hier unten schon fleißig.
richtig fingerfertig, der Typ. Boah. Wo muss das? Ich höre nur klack, 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 alles offen, Alter. No entry to vaults. Trespassers will be... Immer mehr Zaubersprüche von ihm. Warte. Ja, speichern ist gut. Gut mit dir gedacht. Bevor wir vernichtet werden, würde ich gerne... Achso, warte, kurz, kurzer Rast. Ja. Alter, okay. 20.000 mal Wahrnehmung hier. Alter, aufpassen, okay. Da rechts. Naja, warte. Okay. Must be protecting something equally. Oh, da war der andere Tür auch. Drei Türen, ja, nice. Ich will die linke nehmen. Ja, die müssen eh alle geknackt werden, denke ich. Oh, Silberhand heißt hier eine. Tarsus. Oder El Mister, okay. Einfach für Tarsus. Also ganz rechts. Auf jeden Fall sind hier Fallen. Ja, die hat das schon alle entschärft. Na, größtenteils. Weiß ich, wer ist. Den hier schön an auf dem Präsentierteller in der Mitte. So muss das. Yeah, David, fuck mit dem Schwert. Yeah. So. Zeig uns, was du kannst. Zeig der dritte ist schon im Kreis. Ja, dann sagt mir mal, welche, wo ihr durchgehen wollt. Wir fangen ganz rechts an hier. Mit. Haben wir schon David hat gesagt, Kratos. Los knacken, unmöglich. Okay. Kann hier einer aufmachen? Süß, hat jemand Schlüssel? Oh ja. Ah ja, okay. Ist immer noch verschlossen. Ah ne, ich bin in der Mitte lang gelaufen. Kommt mal zu mir, ich bin schon eins weiter. Das ist bei Silberhand oder was? Hm. Ja. Auch alles hier gestanden, Alter. Oh, da! Vor uns ist eine Falle. Ja, überall ist Falle. Ja, ja, klar. Aber wir müssen erst mal finden. Okay, der Dino ist gut. Pass deine Echse auf, sonst bist du gleich tot, David. Das bin ich, Junge. Ah! Da sagt er. Bisschen zu viel Jurassic Park geguckt, wa? Ist ja nicht gleich aggressiv werden, Junge. Ich mal beißen, Junge? Ich hab Hunger. Schieb dir denn meinen Stock in den Arsch, dann beißt du ja nicht mehr. So. Alle Fallen. Guck dir genau an, es wird wehtun. Wenn du schon so dicht dran bist. Guck genau hin, so sieht der Stock aus. Bannmagie, Illusion, das ist ein Hebel. Hervorrufung. Oh, was? Und Verwandlung. Ja. Ein Ziel mit Flüssigkeit, die die Rüstungsklasse. Also ich wäre für Hervorrufung. Okay. Also ich kann jemanden anspucken und dann pro Zug geht seine Rüstungsklasse runter um 1. Bis auf das Maximum von minus 5. Also der hat eine minus 5er Rüstungsklasse. Überleg doch mal, wenn der aber eine Rüstungsklasse 20 hat, dann musst du erstmal 25 Runden abwarten, bis der diese Dings hat, David. Also ganz so krass ist es auch nicht. Kannst du denn nur einmal schießen oder öfter, sodass es ein Stapeleffekt ist? Ist mein normaler Auto-Tag. Macht 24 Säure. Und kannst du auch stapeln, die Effekte? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber der hält bis zu einer langen Rast. Also man könnte auch, wenn man einen hat, der sich dauernd unsichtbar macht oder so, am Anfang anspucken. Aber das ist. Dafür, dass ich den auf Entfernung machen kann? Oh, springe ein Ziel an, um es zu beißen und umzustoßen. Wo bist du lang, Shaolin? Bannmagie. Oh, fuck. Dann willkommen? Fuck. Ist ja nur neidisch, weil ich ein Dino bin. Dann warten wir. Wow. Mal auf hier. David ist okay. Alter. sollen wir kommen oder schaffst du es, Shaolin? Naja, die Frage, also ich krieg das jetzt glaube ich hier alles nicht mehr entschärft. Bin direkt auf einer Falle gespawnt, wenn ihr da durch Bannmagie geht. Dann gehen wir woanders hin, wa? Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Ich geh zur Verwandlung. Verwandlung kommst du wieder zurück. Alter. So, ich bin drin, Alex. Alle Dude. Dann steigt ja beide. Warum sollte ich sterben? Jusen, wo bist du hin? Ich hab 14 Mal Arkanenschutz. Also wie soll ich denn jetzt bitte draufgehen?
Du musst mich 15 Sachen angreifen, dann damit bleib ich mal, sterben könnte. Genau, bleib mal darauf stehen. Dann kann ich die hier alle, glaube ich, entschärfen, wenn die jetzt nicht losgehen. Jusen, du warst nicht bei Verwandlung. Ja, der Plan. Kam ja. Und ich brauch da nicht so Angst vor haben. Ich hab, solange wie ich meinen Arkan Schutz habe. Links die Tür ist verschlossen, leider. Nein, können wir ja nur die Ene wieder. Na, oder? Ne, die hier. Ja, da kamen wir doch. Waren wir da nicht gerade eben? Ja, das. Ja. Aber Amokul, ich liebe so eine Dinger, wo du durch eine Tür gehst und wieder in einen Raum gehst, der genauso aussieht wie der Raum, wo du vorher warst. Und das immer so weiter verschachtelt ist. Okay, hier ist jetzt, glaube ich, alles entschärft. Geh mal runter von dem Knopf da. Also Illusion ist auch das. Dann kommen wir auch wieder zurück, Bannmagie. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wild, oder? Bannmagie wild. Aber noch ein. Ich hätte den Mond gesagt. Ach so, nee. Vielleicht da, wo. Nee, hier geht's ja schon weiter. Da ist der Hebel und der führt uns weiter. Die Jusen kommt schon. Mal, hier hängt noch was. Es bedeutet das irgendwas, Alex? Ja, mach alle nach und nach kaputt hier. Moment, wenn wir den Hebel jetzt ziehen, dann können wir bei Kasus weiter. Hammer. So, na dann müssen wir zu. Oh, es hat geklickt. So ja, nein, ich habe die Fallen alle schon entschärft hier mit Dankpfeiler. Oh, okay. Jetzt sind wir hier wieder. Was macht meine Figur? Sie läuft erstmal schön im Kreis. Na dann müssen wir zu. Verwandlung. Illusion, eigentlich. Verwandlung und Illusion geben, glaube ich, beide zu. Genau, jetzt ist hier rechts. Okay. Solange ihr nicht zurückspawnt, hier ist es richtig, glaube ich. Ja, oh shit. Warum ist da ein Licht? Tut das weh? Brennt das mich? Okay, da geht's jetzt zur Schatzkammer. Ich glaube, es sollte Peiler als erstes durchgehen. Warte, ich speichere erstmal. Ja. Ja. Tun Sie dies. Geht Peiler vielleicht als erstes durch mit seinem Schutz? Und? Bis jetzt ist alles ruhig, Dingi. Okay. Oh, nice. Da hinten liegen geile Sachen. Ja, Schriftrolle entthronen. Ein dickes Buch. Goldkelch. Oh, Erfahrung haben wir bekommen. Entthronen. 30 bis 80 Schaden. Oh. Zerreiße die Essenz eines Gegners, indem du die Fasern des Gewebes ziehst. Kann ich das Buch nicht mitnehmen? Alter, das geht 30 Meter. Okay. Ja. Kannst du richtig weit finden. Ich habe einen dicken Hammer gefunden. Den nehme ich. Ist schon wieder Hammer-Time, ja. Hm. Oh, Zaubersprüche. Alle meine. Alles meins. Meins, 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 meins. Ja, musst du, usen. Guck dir mal den lilanen, den lilanen Hammer an, den ich gefunden hab. Feindbrecher. Ja gut, aber seine Dings ist doch trotzdem besser. Ja, die gibt auch so oder so schon mal mehr Schaden. Und ich kann die halt gut werfen und die gibt echt... Obwohl, Jusen, du könntest gucken, ob du zweihändig gehst. Ja, hab ich gerade probiert, geht nicht. Ja, weil der... Weil es ja alles Zweihänder sind, so. Ja, und der... Der Dings ist kein Zweihänder. Achso, ja. Doch, der Hammer ist Feind. Der Hammer ist Zweihänder. Hammer, ja. Da könnten wir dir eigentlich auch gucken. Das ist ein Zweihandhammer. Ich habe jetzt eigentlich mehr Zauberschriftrollen, wenn man die doppelten mitzählt, als ich selber Zauber habe. So, wir haben ja diesen komischen Bale nicht, ne? Möglichkeiten stehen alle offen. Der könnte den Zauber nehmen und das auf eine andere Waffe machen. Aber gut, egal. Kann sonst niemand von euch zwei Hand nehmen? Mhm. Oder will jemand zwei Hand nehmen? Ich bin da ungeübt in den Dingern. Aber was meintest du jetzt, Jusen? Da gibt's einen Dude, der die Verzauberung von der Waffe runternehmen kann und auf eine andere packen, oder was? Ja, genau. Den haben wir aber, glaube ich, das war der Typ, den wir aus dem Portal ganz am Anfang rausgezogen haben. Aber ich glaube, den haben wir gekillt oder seines Weges laufen lassen. Na, wir haben doch immer nicht nur dran gezogen und sein Arm ist abgeschnitten? Was? Nein. Ich habe den rausgeholt. Nein, ich habe den nur rausgeholt mit meiner Kraft. Achso, und den haben wir gekillt, ja, das ist natürlich clever. Nee, wir haben gesagt, verpiss dich, weil ich da irgendwie ein komisches Gefühl bei ihm hatte. Jetzt im Nachhinein doof, ja? Ja, das, so läuft das.
Aber shit happens. Ich wollte auch immer alle töten. Okay, cool. Ja. Machen wir ja die Schatzkammer ja ausgeräumt. Ja. An allen Wegen, ja? Nee, links müssen wir ja noch. Links müssen wir noch irgendwie hinkommen. Also. Silberhand rein? Ja, naja, ist ja das Einzige, was geht. So. Magie, Illusion ist zurück und Hervorrufung ist, glaube ich. Oh, Hervorrufung. Ich glaube, hervorrufen waren wir noch nicht. Okay, alles klar. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, wir bleiben hier. Ich hab. Jetzt. Den. Einer muss auf dem Ding da stehen bleiben. Wir sind beide hier drauf. Ja. Einer von. Kann einer von euch da mal runterkommen und hier die Dinger entdecken? Ich bleib stehen. Ich bin da, wo ihr gerade weggedriftet seid, oder? Da bleibe ich auch. Kannst du die Fallen hier? Hat jemand die Fallen hier wahrgenommen jetzt? Also nee, noch dichter kann ich ja wohl kaum ranlaufen. Na dann, David, dann lass mich mal auf dem Ding hier rauf. Genau. Ja, sehr gut. Jetzt muss mich nur einer wieder ablösen. Sonst, Musst du aber erst runtergehen. Ja. Oh. Jusen, kommst du auch? Achso, ich dachte, ich sollte hier stehen bleiben. Nee, du bist ja gar nicht bei uns. Alex meinte, das alles da in dem Raum, wo er sich befindet und nicht mehr in dem, wo wir vorher waren. So, okay. Ich habe jetzt, glaube ich, alle. Da ist ein Hebel. Ja. Gucken. Was ist jetzt passiert? Ich habe gespeichert. Weisheit und Verwundbarkeit, Tor. Bei Wünschen geht's weiter. Ah, ja, sehr gut. Pass auf. Fast. Vorsicht, Pfeile. Ah, chillt mal, Leute. Nein, nicht chillt mal. Ich habe einmal zu weit geklickt. Komm mal runter. Ich geh wenigstens nicht gleich drauf. Uns alle umbringen können. Du Wahnsinniger. Auf der Falle wäre ja nichts passiert. Die Falle wäre ja vor mir gewesen. Bisschen blöd gesetzt. Da, wo die andere saß, das wäre mieser gewesen. Aber das wusstest du ja nicht. Ich hab's halt erst, wo ich draufgeklickt habe, der Raum war dunkel. Ich habe erst was gesehen, wo sie weiter reingelaufen ist. Dass da auf dem Boden was ist. Ich glaube, es sein kann, dass ein großer Amboss auf mich rauffällt. Ist Alex auch auf eine draufgetreten? Ja, da schreit keiner rum. Ich hab die beiden ja schon deaktiviert. Sieh. Okay. Jetzt kommen wir auch durch die andere Tür. Okay, David. Ich hab dich lieb. Wollen wir alle drei durch eine andere Tür gehen? Ich nehm die da. Mein Kopf leuchtet. Dann nehm ich Weisheit. Geht einer noch durch Tor? Ich gehe durch Tor. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt müssen wir bei Silberhand wieder rein, Alex. Nee, hier ist er jetzt offen. Ah, okay. Ich habe mich so oft im Kreis gedreht, ich weiß gar nicht mehr, welche Scheiße, Tür offen war. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ich glaube, ganz am Anfang bin ich jetzt wieder. Nee, ganz am Anfang bist du nicht. Da sind wir. Nee, du bist bei uns. Nee, David ist bei uns. David ist bei uns. Geh einfach durch ein paar Türen, Jusen. Du kommst mit Sicherheit hier wieder ran. Ich bleib hier stehen. Die anderen können da schon looten. Ja, hier ist ein Lootraum, Alex, aber ich bleib hier erstmal stehen. Ah, okay. Hab euch. Tippitoppi. Komm mit. Bleib lieber stehen, David. See, na dann los. Machen wir mal hier. Gucken wir mal. Okay. Nee, passiert nichts. Oh, ich hab einen Hut gefunden. Mein Hut, der hat drei Ecken. Three X. Die hat mein Hut. Ja, das muss Alex machen. Alex, kommst du an den Codex ran? Da, wo meine Dings alle steht? Ich guck mir erst meinen Hut an. Kannst probieren. Hut des Entfachens. Feurige Rückkehr. Wenn du mit einem Zauber höheren Grades Schaden bewirkst, brennst du selbst und erhältst in dieser Runde einen zusätzlichen Bonusaktion.
Ja, aber ich behalte. Warte, nicht lesen. Achtung, dieses Wissen ist äußerst mächtig und kann Flüche enthalten. Also wenn, dann... Heiler, oder? Er ist auch der stärkste Magier hier, oder? Ja, ich hab Heiler beide Bücher reingepackt. Ich habe auch noch einen. Ah, nee. Ja. Soll ich's lesen? Ja, alle drei. Hat er mir abgezogen? Speichern vorher? Nicht, dass wir alle sterben durch ein Buch. Achso, ja, warte. Ich bin schon verflucht, glaube ich. Dein Konstitutionswert ist um 5 verringert, während du durch verdrehte Arkane Kunde des Kodex verflucht bist. Ja. Haben wir einen Trank zum Entfluchen oder muss ich das selber machen? Mal gucken. Aber du hast jetzt gar keine Vorteile dadurch bekommen. Das kann halt in die eine oder in die andere Richtung gehen, David. Hätten wir es lieber verkaufen sollen, das hat 2000 gebracht. Also. Kann man ja immer noch verkaufen. Ich dachte, dass es weg ist zum Flug. Der Hut ist zwar auch gut, aber den ich aufhab, der ist schon. Die letzte List der Roten Ritterin hat auch einen Fluch drauf. Dann dünner ich mir den auch noch rein. Pferdeding. Kann mal gucken, ob sie. Oh, Peiler, lies mal das andere Buch. Notizen zu einer gewissen Krone, die nach ihrem Schöpfer wird genutzt, um Magie auf dem Arkan-Niveau rückgängig zu machen. Vielleicht machst du damit den Dings weg. Du sagst bloß irgendwas, ich weiß nicht, wo das ist, was du sagst. Du hast 3 goldene Bücher und 2 davon geben dir einen Fluch und das andere soll irgendwas rückgängig machen. Die Annalen von Karsus. Sind im Inventar, ganz ich hab's ja als letztes gelesen gehabt. Ich habe erst die beiden und dann habe ich das Annale gelesen. Achso, okay, na, dann hebst du es natürlich nicht auf. Hätte ja sein können. Naja, aber ich. Naja, okay, egal. Ich diskutiere jetzt hier nicht. Schön. Also heißt es im Klartext, ich muss mich selber entfluchen. Fluchbrechen irgendwie, ja. Du da jetzt Zaubertrick hast? Natürlich habe ich das. Gibt fast nichts, was ich nicht mehr habe. So, das heißt, wir können jetzt quasi durch das Portal gehen, oder? Können jetzt hier einfach wieder raus. Ja. Und da ist ja hier dieses Portal. Seid ihr da durch? Heiler und ich stehen noch hier in der Komma rum. Ich komme kurz zum Portal und geh mal kurz pinkeln, bis gleich. Rein theoretisch müssten wir jetzt durch das Portal durchgehen können, ja. So. Fluch ist gebrochen. Ah, siehst du. Tippitoppi. Hab sogar nochmal plus 20 extra Leben dazu gekriegt. Hab jetzt 78 plus 20. Jo, nice. Das ist vielleicht, weil der Fluch weg ist und jetzt ist noch ein anderes Positive. Das muss ich mal kurz gleich mal nachgucken. Ja, hier. Theatralische Vitalität. Genau, deswegen habe ich bis 20. Ja, aber nur bis zu einer langen Rast, leider. Naja, aber für die nächsten Kämpfe. Wer soll jetzt nix? Ach, wir sind hier in einem Nebenraum. Gut. Mal die Bücher dürfen. Durch die Tür, ja. Warte mal, mach mal die Tür noch nicht auf. Ist hier alles klauen? Ja, man kann hier alles klauen. Vielleicht sind es teure Schriftstücke. Seid ihr denn lang? Wieder zurück und dann durchs Portal durch. Ah, da. Ich sehe Yusi noch. Elend, ich will nicht stehen. Ich lese es lieber nur. Oh, die Metalltür ist auch gut verschlossen. Ja, ich habe einen Schlüssel eingesammelt. Warum ist hier drüben auf einmal alles schwarz-weiß? Oh, gute Frage. Bei dir auch so, Alex? Ja. Okay. Schloss knacken. So Leute, sorry, wenn es mal kurz leckt. Ich muss mal kurz gucken, wie mein System hier. Ihr seid durchs Portal gegangen, wa? Oh. Warte, ich werde jetzt entfernt. Bist du behindert? Grafikkarte. Alter, 14.000! Oh, ich habe nur Latrinen gesucht. Ich bin schon weg. Zack. Oh, wieder 5. Naja, weil die beide da noch drinne stehen.
Ey, komm mal da raus. Ja, ich bin gerade rausgelaufen. Ja. Ich bin der Cutscene. Ja. Wir sind euch doch gerade hinterhergelaufen, Leute. Was wollt ihr? Echt? Soll ich einfach erstes machen? Richtig, dann gehe ich mal lieber. Ja. Guck mal, ob du dir. Achso, nee, ich bin's doch nicht. Wer ist das denn? Weiler. Ah. Wo soll ich denn? Nicht da wieder nicht rein. Reinlaufen. Ja, nee, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Ja, ich hab das gesehen. ich hatte Panik. Nice. Ja, aber keine Ahnung, warum das gerade schwarz-weiß war, David, wo wir da oben drin waren. Okay, dann haben wir ja die Quest jetzt erledigt. An das Bücherregal darf ich rangehen, ja? Na, mach's lieber nicht. Nee, warum? Die sind nicht rot. Ja, ist eine Falle, glaub mir. Nö, nee, probier's doch, wenn's nicht rot ist. Komm mitnehmen. Ich hab irgendwie Hunger. Darf ich das eine Kind hier essen? Schriftrollen darf ich nicht mitnehmen. Die Bücher, ja. David, wäre nett, wenn du keine Kinder frisst, ja. Komm, der sieht so saftig aus. Ja, alles gut. Ich habe eine Idee, wenn wir andere Dinosaurier sehen, dann darfst du Kinder fressen. Ey, Alex, hier liegt so ein richtig geiler Stab auf dem Tisch. Kannst du mir den mal klauen? Naja, da drin ist schwierig, weil da gibt's keinen toten Winkel. Weiß, aber es wäre cool. Wo denn? Er leuchtet auf jeden Fall schön. Aber du hast doch einen guten Stab, oder nicht? Ja, also wäre schön, wenn er mal ein bisschen mehr Angriff machen würde. Ich habe den Stab ja bloß wegen seinen Zaubern. Wo denn? Ja, aber der Schaden ja. Auf deinem Stab ist ja nur wirklich im Nahkampf. Das hat ja nichts mit deinem Elementarschaden und sonst was zu tun, mit deinem Spellschaden. Warte. Also hast du gespeichert? Hast du doch hier. Hast du gespeichert? Ich hab. Warte, ich bin sicherheitshalber nochmal. Simpeiler, hast du doch einen legendären Stab, oder nicht? Aber es hat keiner was gemacht, oder? Ach doch. Dich fügen ins Gefäll, versuchen dich herauszureden. Gucken. Oh, zieht schon die Waffe. Räuschig mal. Und. Bam, 17. Nice. Okay, jetzt muss ich schnell wegrennen. Los, schnell weg. Pilot, du musst auch rausrennen, sonst bitte. Ja, sonst. Ich glaub schon. Ach, sorry, David, ich werde gierig. Dadurch, dass Alex jetzt hier einfach sich durch die ganzen Städte und Dörfer klaut. Springst du auf den Zug mit auf, ja? Ja. So, ich hab den Stab. Mal gucken. Goldnestlingstab, Feuerpfeil. 1121. Macht halt mehr als mein anderer, so generell Grundschaden, aber dadurch ist mein anderer Feuerstab besser. Aber das ist ja egal. Der Goldnestling. Der bringt bestimmt mal gutes Geld. No. Nee, David hat ja recht, ich habe ja gerade den legendären drin, ja. Ja, und wie gesagt, deine Stäbe hast du nur. Der Schaden ist scheißegal, aber das ist Wuchtschaden und du greifst damit ja nicht effektiv an. Geht nur um die Spells, die da drauf sind, dass du die bekommst. Ich glaube, du könntest, der ist vielseitig. Ich glaube, du könntest sogar auch zwei Stäbe tragen. Ja, dann könntest du das Schild wegmachen. Ja. Probier mal, wenn er den für ein Schild reinsetzt. Ja, Alter, das wäre heftig. Alter, mit zwei Zauberstäben, das ist ja krass. Nö, es geht nicht. Ja, muss man ein Schild rausnehmen. Ja, nimm erst das Schild raus. Weil vielseitig heißt er, aber wohl. Ich weiß nicht, ob man zweihändig üben muss. Wie gesagt, geht nicht. Okay. Probier mal den, du hast da noch so einen lilanen kleinen Stab. Probier mal den. Den da habe ich doch gerade probiert. Ne, den weiter oben, über die Schriftrollen. Ja, weiter oben, nicht den blauen, sondern den lilanen. Nimm mal den legendären raus und probier mal, ob der lilane und der blaue geht. Nö. Ne, okay. Also dann ist es allgemein. Okay. Vielleicht könnte er höchstens noch ein Dolch oder sowas tragen. Naja, oder wie du sagst, er muss zweihändig, dass du halt zwei schwere Waffen tragen kannst. Ja, genau. Aber es steht ja vielseitig da.
Also müsstest du ja eigentlich. Nee, du brauchst vielseitig und leicht. Guck dir mal meine Dolche an, die sind beide leicht. Na, leicht und Finesse. Ja, aber auch wenn er vielseitig steht, wenn der Träger nicht geskillt ist, zwei vielseitige Waffen zu tragen, dann geht das halt nicht. Doch, bei leicht schon. Echt? Ja. Kann ich mir nicht. Ich kann dir meine beiden. Hier, ich kann dir beide Dolche geben, dann kannst du es probieren. Nee, bei mir glaube ich es dir. Also ich kann es ja eh, ich bin ja darauf geskillt, brauchst du mir nicht geben. Ich kann es ja, das weiß ich. Aber ich dachte, man muss ja erst drauf skillen. Mein Fehler, okay, schreib mich doch. Verstehe bloß den einen Effekt von meinem Stab irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, letztes Mal habe ich ihn verstanden, aber. Was verstehst aber du da nicht? David, du könntest doch das Schild austauschen von einem Stab. Mag mein Schild aber. Ja, aber dann kannst du nochmal bessere neue Angriffe machen. Why not? Naja, das, du musst irgendwo in deinem Zauberdings, also unten. Ja, ich weiß, hab ich. Genau, wenn du das aktivierst, dann kostet der nächste Zauber keinen Zauberplatz. Also könntest du einen kostenlosen Zauber Stufe 6 wirken, wenn du das einmal auswählst. Okay, also habe ich es richtig mehr oder weniger verstanden. Das aktivierst genau. Du quasi, dann ist der nächste Spell kostenlos. Genau, da kannst du aber nur einmal pro langer Rast machen. Oh. Also. Aber ist trotzdem Gratis-Sechser oder so. Ja, ein Gratis-Sechser-Spell, ja. Ist richtig. Na, sonst ist der Stab auch nicht schlecht. Bei dem anderen Stab war ja bloß der Vorteil Fernkampfangriffe plus 1 und halt der Feuerball und der Zauber, die vorher ja umsonst waren. Aber was man hier eine Palette bei hat, ist halt auch nicht schlecht. Ja, deswegen. Also. Ich bleib erstmal bei dem. Ich probiere das mal aus. Im Moment habe ich ja eh keine Probleme. Hab ja genug Zauber. Das ist schön, dass du keine Probleme hast. Na, den Hut habe ich noch nicht richtig verstanden, was der für Vorteile bringen soll. Was, den ich jetzt als Neues habe oder den ich gerade aufhabe? Ne, den du als Neues bekommen hast. Wenn du mit einem höheren Zauber Feuerschaden bewirkst, brennst du selbst und hältst in dieser Runde eine zusätzliche Bonusaktion. Ja, du musst ein Feuerkämpfer sein, aber das bist du ja eigentlich. Naja, ich glaube, es geht um die Bonusaktion. Ja, du kriegst eine Bonusaktion, brennst aber selber. Aber wenn der Pilot zum Beispiel feuerimmun wäre, dann wäre das scheißegal. Dann kriegt er jedes Mal, wenn er ein Feuerspell macht, Feuer-Dings. Das heißt, wir müssen dem irgendwie Feuerresistenz besorgen, weil dann ist er. Naja, der Feuerstab, der macht ja zum Beispiel schon mal einmal Resistenz gegen Feuerschaden. Aber Resistenz ist aber nicht immun, ne? Richtig, aber macht er weniger. Immerhin. Es sind im Endeffekt nur 1. Aber deswegen behalte ich die Sachen, ja, die gut sind. Nicht, dass da wirklich mehr oder weniger Sets gibt, die man kombinieren kann. Nee, würde wieder super mit dem Ring passen, weil dein Ring heilt dich 1 bis 4 Schaden. No. Und durch den Hut würdest du 1 bis 4 und hast. Obwohl, kannst du mit Bonusaktion 4 anfangen? Kannst du damit überhaupt was machen? Außer schubsen und springen? Nö. Ah, siehst du, dann wäre das. Muss man vielleicht anders kombinieren, damit es Sinn macht, David. Alles andere sind Aktionen. No. Aber wie gesagt, ich behalten erstmal. Oh, wir haben Rezepte freigeschalten. Ich habe gerade Rezepte. Alex ist fleißig. Ich lese auch mal die Bücher, die ich gefunden habe. Es wäre so cool, wenn ich auf dich reiten könnte, David. Kannst du doch. Okay. Nee. Achso, in Baldur's Gate. Ja. Du Ferkeli, Ferkeli. Was heißt denn hier Ferkeli? Ja, nee. So wie er dir gesagt hat. Ich dachte, du besorgst ein Geschirr und striegelst mich. Heißt das striegeln? Ich weiß es gar nicht. Naja. Ihr seid so eine Schmutzfinke, so, oder? Ja, striegelt. Ich gerne Anali striegelt. Jetzt. Ich meinte strangulieren, was? Headset Akku alle. Okay. Alles klar. Oh, ich fahr durch den Tunnel, ganz schlechte Verbindung, scheiße. Ab hier FSK 18. Aber nur von. Nicht von allen. Von der Hälfte. Reicht ja. Reicht ja, um gemeint zu sein. Und gebannt.
Tschüss. Ach so, was machen wir jetzt? Ja, hey, das ist eine verdammt gute Frage. Wir sind da jetzt durch und hatten den Zauberer getötet. Hier in der Stadt ist noch eine Quest, die wir machen könnten. Hilft den Überlebenden der Vettel. Ja, besuche Barrens Landhaus. Okay. Wollen wir da oder machen? Rette Wanderer. Rette Wanderer habe ich auch noch und da oben, ja. Teufelsherz. Warum geht das nicht? Ich kann keine Sachen in meinem Inventar hin und her schieben. Hast du dein Inventar gesperrt? Ja, guck mal auf diesen kleinen Schlüssel da oder dieses kleine Schloss, nee, was du bei offen. Dir im Inventar hast. Ist offen. Also ich kann es in deinem Inventar verschieben. Ja, ich wollte gerade ein bisschen kurz sortieren. Ansonsten, wo ist das denn jetzt hin? Na, du kannst auch ins Inventar mit C gehen. Und sortieren kannst du das ja auch. Also von alleine, automatisch. Mit I, nicht mit C. Komme ich nicht mit C auch ins Inventar? Nee, mit C versteckst du dich. Ja, jetzt ist er hier oben weg. Und hier ist er nicht da. Ah, ja. Wo ist er jetzt hin? Boah, ey. Also ein Bug ist. Also der Bug ist wirklich nervig, Alter. Dann geh nochmal kurz raus und dann kommst du wieder hin. Drück doch mal I-Pfeiler und nicht, ja. Nicht Tab. Ja, kann ich auch gleich machen. Mach ruhig jetzt schon. Glaub mir, das ist ein entspannterer Modus. Alter, die Leberwurst, die er mir mitgegeben hat. Das siehst du. Aus der richtige Fingermuckis da rauszukriegen. Das ist wirklich Leberwurst, die du versuchst aus so einer kleinen Tube zu drücken. Ja, ich weiß, Digi. Ich hab die für Nova auch, bloß halt für Hunde. So wie ich mir da einen abdrücke. Erst recht, wenn die aus dem Kühlschrank kommt, Alter. Wir wollen ja nicht wissen, was du dir alles abdrückst. So. FSK 18 habe ich gehört, ne? Ja. Gut, dann machen wir jetzt die Überlebenden der Vettel, oder was? Na, wenn du die in ein paar Tagen aufbrauchst, nicht, aber sonst würde ich es dir empfehlen. Irgendwann wird's schlecht. Oder hier war da noch irgendwas, genau. Rette Wanderer. Wo siehst du das? Weiter links. Auf der Karte. Aber bei Aufbewahrung im Kühlschrank achten Sie bitte darauf, dass die Leberwurst zimmerwarm gefüttert wird. Alter, steht. Ich würde den Überlebenden erstmal helfen. Ja klar, ich benutze die Leberwurst ja nicht, um Nova so zu füttern, sondern ich mische ihr da zum Beispiel ein kleines bisschen was unter ein Futter, dass sie so eine Flüssigkeit mit drin hat. Yes. Und sonst, wenn wir sie natürlich benutzen, wenn wir jetzt was mit ihr trainieren, klar, dann ist die Raumtemperatur. Okay. Gucken, was passiert hier bei Alex. Also Findus hat das Ding wie so ein Staubsauger in der ganzen Schlange aufgesaugt, so wie bei Susi und Strolze in Spaghetti eingesaugt. War das logisch. Ey, dass das Spiel leckt, ja? Ich habe ja vorhin extra geguckt, mein Rechner kommt damit super klar. Ist immer noch Akt 3. Ja. Der ist immer noch sehr problematisch. Brichst du wieder mit Wäsche in deiner Höhe, oder was? Nee, das liegt daran, dass halt viele Entscheidungen, alles mögliche am Ende des Games halt von uns abhängig, naja, damit kommt das Spiel noch nicht klar. Nee, Jusen, die waren gerade beide auf dem gleichen Intelligenzgrad. Das hat nichts mit Körpergröße zu tun. Oder so. Kann ich mal in den Hals scheißen? Na, dann müsstest du erstmal eine Leiter holen wahrscheinlich. Das ist ja ja. Aber bitte nur, wenn du dünn scheißt. Ja. Wer heißt dünn? Ach, Simpsons ist schon was Feiner, zumindest die alten Sachen. Nee, was wollen wir machen, Leute? Na, hier unten? Wir sind schon ein bisschen vorgerannt. Ich und Schaulinchen. Ja. Ich bin bei Schaulinchen. Ich weiß zwar nicht, wo lang, aber ich versuche mal. Kannst dich runter teleportieren, da ist ein Dings. Das ist ein Punkt. Ich laufe gerne. Haufenstrand. Hahaha, Haufen? Hahaha, Schaufen. Ich würde Schachschaulinchen gerne essen. Ist offen. So ein kleiner Snack für mein Dino. Aber was habe ich verpasst? Achso, ich hatte vorne irgendeinen anderen Dings drauf, ne? Der ist schon weg. Oh, hier liegt eine Leiche, hier seid ihr vorbei. Räumungsbescheid. Seid ihr hoch oder runter? Runter. Mann, David, warum bist du manchmal so kleiner Frechidatz? Warum? Ja, du bist manchmal so richtig. Ne, ja, ich war draußen, ist okay, ich bin eh viel zu groß für das Haus. Ja, besser ist es.
Ja, aber immer wieder die Tür zuzumachen ist auch nicht hilfreich. Ja, mach die Tür zu, damit ich ihn nicht mehr hören muss. Bleib einfach draußen, du Reptil. Ja, Mann. Halt auf, sonst schnatze ich dir deine Bommeln weg. Leute wie dich sehen wir hier nicht so gern. Warum plündern wir jetzt hier ein Haus? Weil wir können. Weil das Haus einfach gesagt hat, plündern wir? Hä? Die andere Frage wäre, warum plündern wir es nicht? Ja, stimmt, hier ist die Quest drin. Irgendwie. Ja, hier ist. Guck mal, das ist. Hier... Wer ist Baron? Und warum hat er ein Haus? Feuerholz? Holziges Feuer? Holziges Feuer. Und, haben wir gewonnen? Klicken wir erstmal. Vielleicht von der anderen Seite. Gucken. Oder ist oben. Vielleicht gibt's auch einen Keller. Ja, aber hier, von hier aus gibt's keinen Kellereingang. Ah nein, ich wollte es nicht. Ah, ich hab's Plumpsklo gefunden. Nice. Was ist das denn? Ja. Was zum Naschen? Ein Häufchen. Ja, kannst du naschen. Ist ein Sorbet. Nur ein bisschen wärmer. Warte, speicher mal. Ah, hier wird angreifen. Oh, jetzt ist der mit auch schon so im Angriffsmodus hier. Er war noch der Friedlieb, ne? Hm, okay, ne, das hier oben sind nur Pflanzen. Pflanzen auf dem Haus. Hä? Alex stand doch hier gerade, wo ich mit Jusen stehe. Wo ist denn der hin? Jetzt ist er wieder am Haus. Der ist auf dem Dach gesprungen. Aufs Dach. Achso. Ja, ja, der Baum war gerade voll im Weg, wo ich die Kamera gedreht habe. Bei oben kannst du noch was looten, Alex. Die Blutlachen am Hafen sind immer noch da. Okay, nice. Ey, David, kommst du klar? Was machst du denn da unten? Ich mache gerade die Inneneinrichtung kaputt. Ich dachte, unter dem Teppich geht's weiter. Wir hören bloß die ganze Zeit die Geräusche. Okay, tut mir leid. Ich versuche leise anzugreifen. Sag mal, vielleicht hier? Ja, aber geht mir leider nicht. Hm. Stay back. Ja, oder die. Oder das. Der andere Weg hier. Ein anderer Weg? Also ich würde da ja gerne mal reingucken hier. Aber ich weiß nicht, ob die Wachen das so lustig finden. Okay, alle rennen zu David. Ja, dann merkt es leider auch nichts. Na gut. Ich quatsch mal hier mit dem Typen, vielleicht hilft das. Das ist eine Seelenmünze. Wir haben ein Plakat gefunden, auf dem ein Treffen von Leuten angekündigt wird, die Vetteln überlebt haben. Das Treffen soll in Barons Landhaus stattfinden. Hm. Ich habe hier Birnbaums Haus. Ich habe hier so einen Eingang. Waren wir das schon? Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass wir hier nach unten, oder? Ja, dieser entdeckte Eingang. Jeder will in eine andere Richtung, dann mache ich jetzt das, was ich für richtig halte. Ja, mal gucken, wer als erstes bei uns Haus findet. Oh, hier ist eine Tür. Lest doch mal die ganzen Sachen, die wir da gekriegt haben. Ich speichere erstmal kurz. Machen wir hier die alte Tür. Vielleicht mögen die mich jetzt nicht. Wir haben ja gerade zigtausend Sachen hier aufgehoben an Briefen und so. Vielleicht kriegen wir ja da was. Oh, Wahrnehmung. Oh. Birnbaums Haus. Super. Bin drin. Charlene, erwähnte was vom Briefen, aber schön, dass du da schon mal drin bist. Wenn ich es gefunden habe. Hier ist halt ein Mord passiert. Der liegt hier, glaube ich, tot auf dem Boden. Oh, ich leg mich erstmal ins blutige Bett. Natürlich. Oh, hab einen Schlüssel. Schlüssel zu Birnbaums Luke. Ah, ich hab's. So. Was musstest du machen? Nee. Nein, den Räumungsbescheid da lesen. So.
Wir haben einen Räumungsbescheid gefunden. Die Leute in Barons Landhaus haben den Zorn einer Vettel auf sich gezogen und ihr Vermieter hat sie rausgeworfen. Okay. Und jetzt? Müssen wir wahrscheinlich Vettel die Quest machen. Ja, ist immer noch hier. Vettel vielleicht töten. Was ist ein Vettel? Der Vettel ist auch auf, hier, hier in der Stadt. Der Formel 1 war. Die Post hier. Und hier dieser entdeckte Eingang, da waren wir noch nicht drin, oder? Anscheinend ist er schon entdeckt. Ja, jetzt da waren wir schon drin. Weiß ich nicht. Ich auch nicht so. Okay, wo könnte denn hier eine Luke sein? Oh, ich sehe sie. Da ist er. Ab in den Keller. Okay. Sehr blutig hier unten. Also, wo bist du? Keine Ahnung. Bin gleich wieder da. Jo. Alter, wo bist du? Schaffst du es da unten? Jo. Jetzt ist alles okay. Ging halt bloß mehrere Leichen. Bin in Birnbaums Haus. Das war gleich um der Ecke, da wo wir waren. Kann nur noch mal rauskommen, wenn jemand mitkommen will. Nee, mach es fertig. Sieht nicht so groß aus. Mach es fertig. Okay. Das ist bloß von außen gesehen, ist es nicht weit. Wir waren gerade hier drin und hier bin ich drin. Da seht ihr doch auf der Karte, falls einer von euch jetzt guckt. Da bei der Luke bist du, ja. So, hast du die Tür da kaputt gemacht, oder was? Jo. Na, die haben da irgendwie ermittelt wegen einem Mord. Halt gedacht, oh, da lohnt sich doch mal vorbei. Der alte Sherlock G. Wo fällt sie runter in der Hütte? Unter der Kiste rechts. Ist die kleine Luke? Sieht man nur ein ganz kleines bisschen. Ne, ich sehe nur die Kiste rechts. Genau drunter, Jose. Muss mal gucken. Da guckt eine kleine Ecke raus. Da steht dann Luke. Ich habe deine Wahrnehmung verkackt. Okay. Echt? Aber ich habe es doch schon entdeckt. Na warte, dann komme ich hoch. Dann rafft das vielleicht. Ne, ich sehe es nicht. Ja, unter der Kiste, Josen, vor mir. Ah, da steht doch Luke. Bin hier gerade noch am Luden. Okay. See. Was machen wir jetzt? Blut und sind hier gerade den komischen abgefuckten Dämonenkeller. Alles klar. Oder wird das sein soll. Viel Spaß. Ja, wir sind durch. Wir kommen jetzt gleich wieder zurück. Ich speichere mal. Auf jeden Fall noch ein paar Bücher im Petto. Don't worry about the smell, citizen. Probably just the drains. Nothing to concern yourself with. Alter, jetzt ein Arsch voller Waffen. Gehst du die Kisten durch? Ich nehme das, was man so sieht. Jo. War aber nicht besonders viel. Oh, hier ist noch ein Tresor. Hier bräuchten wir Alex. Welches ist ja auch offen? Ich weiß nicht, wo ihr seid. War's halt nicht da, wo ich's erklärt habe. Ja. Genau links hinter dem Haus, wo wir gerade waren. Bei Luke, das siehst du auf der Karte. Da steht Luke.
Braucht ihr mich da noch, oder? Ist nee, offen? Nee, eigentlich den nicht. Safe krieg ich nicht so auf. Der ist doch offen, oder? Der ist nicht offen, Jusen. Please-Fach heißt das. Okay, für mich sieht's aus wie ein Safe. Ja, stimmt. Denk immer kurz soll ich kurz rausgehen, Palle, dann sieht er mich ja. Kannst du machen. Oben in die Hütte, so, du müsstest das einmal knacken, ja, da unten den Safe. Mal gucken, ob überhaupt was Jute drin ist. Bis jetzt war so lala, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Viele Bücher, direkt unter der Kiste, da musst du wirklich knapp unter die Kiste gehen, rechts weiter von der Kiste, dann siehst du so eine kleine Luke. Mit dem Mauszeiger. Ja. Nehmen wir noch aus dem Dings hier noch alles mit. So, kann sein, dass wir nicht alle mitgenommen haben, das weiß ich nicht. Ich habe versucht, ein bisschen hinter Jusen auch her nochmal zu sein und drüber zu gucken, aber manchmal übersieht man ja selber auch was. So, hier wo wir stehen, ist ein Tresörchen. Oh jo. Ich hätte gerne eine hübschere Unterhose, so wie ich. Du guckst nochmal lieber, ja, okay. Das ist ja lieb, der kann immer noch irgendwo was klauen. Na, da oben liegt noch ein Buch. Da liegt noch ein Zettel. Da ist noch ein Schrank. Düpp. Na, gucken wir mal. Tresor? An der Wand, direkt hier hinter der Tür. Ich habe einen Schlüssel für Birnbaums Truhe gefunden, oder habt ihr die schon geknackt? Da. Birnbaum haben wir noch gar nichts. Doch, sind wir gerade drin. Wir sind doch gerade drin. Ja, aber stimmt. Ich hab hier bei der Luca habe ich noch eine Wahrnehmung gefunden. Ja, die ist bei mir vielleicht fehlgeschlagen. Ja, bei mir auch. Hui, Schwert, Plattenpanzer und Seelenminze. Okay, hab ich. Pfeiler ist, glaube ich, wieder weg. Oder? Was bin ich? Nö, nee. Pfeiler ist da. Ich bin hier und warte hier und stehe rum. Das Stream hat sich bei mir aufgehangen. Bei mir nicht. Nee, bei mir läuft er. Nee, bei mir läuft er. Ist nur bei dir, David. Muss aber neu laden. David, da musst du nochmal neu laden, glaube ich. David, da musst du gleich nochmal neu laden. David, neu laden. Hey David, du musst neu laden. Kann einer mal David anrufen? Der muss neu laden. Hört jemand David? David, bist du da eigentlich? Ist bestimmt, weil er ein Reptil ist. Muss... Oh. Er muss neu laden. Okay, dann haben wir alles, ne? Ja, ich denke. Ich denke Habt auch. Habt ihr brauchbare Waffen gefunden? Nee, ich hab Darüber möchte ich nicht reden. Das ist eine Privatangelegenheit, ganz ehrlich. Nee, hab ich nicht. Rast du doch nicht immer gleich aus. Ey. Peter Jackson, bleib doch mal entspannt. Peter Jackson. David hat ein schönes Elixier gefunden. Ich hab einen abgetrennten Nachenarm gefunden. Ich hab ein Herz gefunden. Was ist denn das jetzt her? Ich hab ein Herz, sauber aus der Brust geschnitten. Ich hab einen Arm, Alter, cool, wir haben fast einen Menschen. Nice. Später können wir Volo doch wieder zusammenpuzzeln. Ich kann das an Karlach senden. Kann ich wieder schicken? Boah, Alter, das Elixier, was du ganz unten drin hast, ist ja krass, war Alex. Wolkenriesenstärke? Erhöht deine Stärke auf 27? Ja, die ist gut. Hüse hat einen Arm. Mittlere Rüstung. Ich hab einen Arm auf Überlegene Ritterrüstung. Du erleidest 2 weniger Stichschaden. Nachteil bei Hiebschadenwürfen. Okay. Dennoch das Schwert. Boah. Also eigentlich manchmal, das wäre wirklich nur der Effekt, der auf der Waffe ist, eigentlich richtig wichtig. Habt ihr ja vorhin selber schon gesagt. Und da spielt es auch gar keine Rolle, manchmal welche Seltenheit die Sachen haben, ne? Ja. Wir hatten schon legendäre Sachen, die wirklich scheiß Effekte hatten, wo man sich so gedacht hat, naja, müsstest du deinen Charakter ganz anders spielen oder einen haben, den wir jetzt nicht in unserer Reihe haben. Vom, Naja, klar. Von der nicht Klasse, vom Volk, ja. Sondern vom... Von der Klasse. Danke. Klasse. Übrigens Klasse. Von der Klasse, ne? Ja, von der Klasse. Na, das finde ich klasse. Von der Klasse. Ja, auch klasse. Ja. Was machen wir? Fragen über Fragen. Machen wir Vettel jetzt erstmal hier, oder? Nee, Rette Wanderer. Oh. Ja, was Neues. Tagebuch.
Wer hat das schon wieder gelesen? Ich war's. Auweia. Da hast du jetzt recht viele Bücher im Inventar. Oh ja. Ich glaube, ich gehe erstmal verkaufen. Ich hab dir meinen Scheiß schon rübergeschmissen. Jo. Lass ihn erstmal einen Händler finden, dann mach ich das auch. Ich lese erstmal die Bücher, die ich habe. Yes. Könnte bloß meine überflüssigen Sachen noch wegbringen, eigentlich. Wir haben ja noch die Quest mit diesem komischen Birnbaum, ne? Ah ja, können wir ja dann machen. Mit dem Birnbaum? Ich glaube, wir müssen den von den Toten erwecken oder so, um mit dem zu reden. Oder was soll uns die Quest hier sagen? Sagt nichts, wenn ich drüber habe. Diskutieren, Leute. Na doch, weil erst wenn er dran ist, du musst da ein bisschen aufpassen. Aber Frank Birnbaum steht da. Eigentlich nehmen wir noch eins runter. Frank Birnbaum. Mal so. Für die Quest nicht. Über. Doch, wahrscheinlich das mit dem Vetter ist. Mhm. Flug, no. Nö, hä? Also bei mir ist die Quest durch. Ich sehe die zwar noch, dass sie angezeigt wird, aber wenn ich drüber habe, steht nichts dazu und im Questbuch habe ich sie auch nicht. Na doch, hilft den Überlebenden der Fettle oder nicht? Besuche Barrens Landhaus. Hat ja nichts mit Birnbaum zu tun. Warum denn nicht, David? Ich bin. Sag doch mal, warum denn nicht, David? Ich bin. War ich irgendwas nicht ausgeklappt? Nee, ist alles ausgeklappt. Eine Mole. Das ist ja Dings. Schöne Tafelzahl. Hm. Muss der Ring ja zu den Händen, ne? Naja, egal. Oh, keine Ahnung. Rette Wollo ist abgeschlossen. ja, das mit diesem Überlebenden helfen hier. Ja, ist ja jetzt auch für den Arsch. Anna, geh ins Bett! Obwohl, Jusen hat doch den abgetrennten Arm, vielleicht müssen wir einfach. Nee, der hat mir gesagt, dass. Ja, rankleben mit ein bisschen Spucke. Wir können doch mal Rette Wandra probieren. Was hier im Dorf ist. Vielleicht können wir das wenigstens geschissen. Es geht auch schon mal hin in die Richtung, Jusen. Wenn du weißt, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, aber da können wir hinlaufen. Außer wir machen eine von der Hauptquest irgendwie weiter. Es gibt noch so viele Nebenquests hier in dem Spiel. Funktioniert die Quest aber auch nur erst, wenn wir geschlafen haben, weil die ja bis jetzt noch nicht da sind. Die haben ja gesagt, die treffen sich ja noch. Aber wir sind alle geschlafen. Muss auch möglich sein. So, Alex, ich hab dir mal alles von den Dudes drin geschmissen in dein Inventar. Falls du jetzt noch auf dem Weg zum Händler. Ach nee, der ist ja gerade noch Töchterchen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir weitermachen wollen. Also ist ja nicht so, dass wir nicht hier noch Auswahl hätten. M muss ich drücken. Ach ja. Aber wir sind immer noch im
Rhythmus drinne vom vom Silvester, deswegen. Dauert. Ja, ich habe mal von mir und den Jungs alles rübergeräumt, wenn du noch verkaufen willst, Alex. Na, weiß ich nicht, wie voll bin ich denn? 164. Ja, wir haben ja jetzt ziemlich viele Leute hier aufgedeckt, denen wir anscheinend helfen müssen, oder was? Ja, müssen wir uns bloß mal für eine Sache entscheiden. War dann was? Newsen hat ja doch was vorgeschlagen, dann machen wir das doch zuerst, oder? Na, Rette Bandra würde ich jetzt mal machen. Na dann was? Und da habe ich mich schon hingestellt, wir müssen da in die Hütte auf jeden Fall. Wo ist der Yusi hin? Da links. Und die gleich hier vor dem Eingang, wo ich stehe, ist diese Nächer Lächer. Geiler Name eigentlich nebenbei erwähnt. Kann jemand bitte quatschen? Ich unterdrück die Menschen nur, das will keiner. Alter, wie weit seid ihr denn weg? Solltet ihr mich lieber hinporten? Ja, hier gibt kein Port. Ich hab mich nach oben teleportiert zu Baldur's Tor und bin dann runtergelaufen. Ja, stimmt, das ist das Kürzeste. Okay, jetzt bin ich auch schon gleich am Portal, dann kann ich auch weiterlaufen. Aber kannst du bitte mit deinem Dino erstmal draußen bleiben? Ich glaube, du verschreckst die Leute da drinnen. Du brauchst doch nicht gleich aggressiv auf mich zu werden. Das ist doch nur. Mann, ich will doch nur ein positives Gespräch starten. Finde ich, dass der Eisbrecher zu Crush-Eis wird. Oh, das war Jack. Okay, Jack wollte das gespeichert. Sicher ist sicher. Sicher ist. Natürlich. Also, ich bin auf Jack seiner Seite auf jeden Fall in dem Fall. Jack, was denn los? Jetzt leg dich hin oder? Na gut, dann jeg mal schnell pinkeln, ne? Jack, lauf noch zu euch hin. Bin gleich da. Der läuft die ganze Zeit um die Tastatur herum. Unbekloppter. Was sollst du da machen? Auf die Tastatur legen. Ja, so ist es. Jetzt liegt Jack auf der Tastatur, oder was? Ja, wollte sich auf die Tastatur hin. Aber hat er nicht. Nein, jetzt liegt er davor. Okay. Nadine, bist du noch beim Händler? Mhm. Kann ich dir noch eine Axt reingeben, die ich nicht brauche? Nee, und einen Hammer. Hau ran. So. Welche Taste? Something caught your eye then? Careful. Most of my wares can take an eye right out. Den Feindbrecher brauchen wir auch nicht, ne? Diesen Hammer, ne, ne. Also mir bringt da nichts. Ihr benutzt keine Zweihandwaffen. Ich heb ihn mal auf. Dann schick ihn ins Lager später, aber ich selber brauche ihn erstmal. Ach so, ja, okay. Vielleicht um Steingegner zu bekämpfen oder sowas. Das ist vielleicht praktischer als ein Schwert, ja. Obwohl meine Spitze ist. Ich bin im perfekt ausgerüstet einfach. Mhm. Vielleicht noch etwas coolere Ringe, obwohl die Bewegungsrate und so ist schon nicht schlecht. Aber es gibt bestimmt noch bessere Ringe. Hat der Typ Ringe, ne, wa?
Nein, Jusen, hat er nicht. Okay, schreib mich doch an, sorry. Ich versuche hier nur ein Gespräch zu führen. Lass es. Du bist ja angekappt. Du bist ja nur angekappt. Das finde ich frech. Das finde ich frech. Bist du da, David? Anwesend. Speichern? Ja, speichern mal bitte nochmal. Achso, wissen wir jetzt beklauen oder was? Du, du und deine klebrigen Pfoten, Alter, wirklich. Fuck. Verkeckt. Mach Alex schon wieder. Ne, der klaut wieder. Schon wieder drin und am Klauen oder was? Achso, Peiner, wenn Shaolin hier ist, du musst hier mit Nesha Lesha quatschen. Mit der, die hier vorne trinkt, meinst du? Genau, gleich hier vorne beim Eingang, ja. Genau die. Na, dann warte ich noch. Ja. Weil zumindest ist sie oben angezeigt und dann würde ich gerne noch in die Hütte gehen. Da ist noch ein anderer Typ, den wir folgen. Bringen wir durch dein Vieh, wenn wir in der Nähe sind, so eine Rüstung dazu, David? Das ja, aber so ein Herr der Ringe-Kreis auf dem Boden. Ja, aber ich weiß nicht, ob dieser Dino wirklich hilfreich ist, wenn wir mit den Leuten quatschen. Hihi, ich hab's geklaut. Nee, das aber die Sache ist halt, David verbraucht immer einen Zauber, wenn er sich verwandeln muss. Und das ist halt scheiße. Er kann ja jetzt auch kurz ein bisschen weiter weggehen. Warum so stört es nicht? David kann bloß nicht mit den Leuten reden. Und hier regt sich doch keiner auf. So, Stell dich in die Ecke, David. Ich schäm dich, du warst böse. Hast du eine schöne Aussicht? Ja, nicht nur die Aussicht. Ja. Ich hab mir einen netten Bogen geklaut, ich muss nur noch geübt sein da drin. Weil. Klaut er sich Sachen, die er nicht mehr kann. Lächerlich, für später. Ja, so als würdest du ein Auto klauen und kein Führerschein. Ohne Führerschein, ja, aber fahren kann man ja trotzdem auch ohne Führerschein. Ja. Anna, ich werd gleich richtig sauer. Geh ins Bett! Aber ich will eigentlich nicht, dass Alex mit dem Bogen rumschießt, wenn er nicht geübt ist. Also ich will auf jeden Fall, ich glaube sogar hinter ihm stehen, wäre fatal. Da kannst du einem Baby auch eine Glock geben. Könnten wir auch eine Puppe. Aber vollautomatisch mit einem 30-Schuss-Magazin. So, ich bin da. Und jetzt? Hä? Ich muss ja eh draußen warten. Bin da. Jetzt quatscht oder geht rein oder tut euer Ding. Bist fertig mit Klauen, ja? Ja. Okay, Kapus, dein Inventar mal ein bisschen hochsortiert. So, jetzt muss ich bloß mal an sie rankommen, okay. Ab ins Gespräch. Gleich wieder da. Ja, mach erstens. Come off it, mate. Who would want me dead? Überzeugen sieht nicht schlecht aus. Kannst du gut würfeln. Plus 4, plus 4, plus 1. Hast du mal versucht? Oder? Hast schon mal mindestens eine 9 drin. Dann machen wir das jetzt einfach, Yusi. Ja, wenn sonst keiner da ist, dann machen wir es so. 15, okay. Du bist bei mir in einer privaten Konversation. Hä, wie kann der Yusi denn reingucken? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Heißt denn hier Würfel anpassen? Was Würfel anpassen? War hier unten links, Jusen, bei mir, guck mal. Das sehe ich gar nicht, ich sehe nur Charisma. Klick mal drauf. Klick mal drauf, ich sehe es nicht. Wie gesagt, ich sehe erst nur Charisma, dann sehe ich günstige Ausgangslage. Achso, das hat glaube ich nur was mit der Farbe zu tun. Ja, ach einen so. Blauen Würfel. Das okay. Standard. Nehmen wir mal den blauen, alle klar. Gut, ja. Danke. Oh, ich freue mich nicht hinzugucken. Ja, ja hast du drinne, hast du drinne, hast du drinne. Hast du, Dicker. Oh, shit. Der blaue Würfel bringt's. I can see it in your eyes. I've got... Shit. I've got a tab to settle. Shit. Hast du gleich abgehauen, oder? Shaolin, bist du wieder da? Weiter, oder? Okay, wir müssen auf Shaolin warten und dann gehen wir rein. Jo.
Weiß nicht, was da drin uns erwartet. Ja, sie wollte jetzt ihren Deckel bezahlen, hat sie gesagt. Ja, die ist aber nicht hier reingerannt. Doch, bei mir ist sie ja reingerannt. Nein, nee, bei mir ist sie die Treppe runtergerannt, bei mir. Ach so, okay, bei mir ist schön hier den Bogen rein. Ja, wir können erstmal die Typen suchen, mit denen wir quatschen müssen. Nach oben, denke ich mal. Aber wir können auch erstmal mit denen hier unten reden. Haben wir wenigstens was zu tun. Okay, mit betrunkenen Reden macht nicht viel Spaß. Hier ist auch eine Eichentür, das führt irgendwo hin auf jeden Fall. Mhm. Weiter 2. Ja? Wow. Was für ein Gespräch. Ach so, er ist das. Ja, mit Jake schon gequatscht. Der kann sich bloß nicht mehr erinnern. Lass mal stecken. Lass mal stecken, Junge. Wo geht's hier hin? Alter, wo bist du jetzt? Ich bin in den Keller gegangen, ich geh wieder raus. Okay. Bin schon da. Hab aber Punkte gesammelt. Bin da, wir können jetzt machen. Also es geht auf jeden Fall im Keller weiter. Mhm. Mit den Leuten schon geredet, Jusen? Ja, untersuche die errötete Nixe steht hier. Ja, wir müssen mit den Leuten alle quatschen. Hier oben sind sie doch auch alle angezeigt. Drei Punkte. Mit wem wollen wir zuerst reden? Ja, aber viele quatschen halt nicht. Vieles ist einfach auch nur sinnlos. Ich bin bei der Piratin. Captain Grimmig. Grizzly? Da steht da aber. No, müssen wir jetzt hier irgendwas machen, oder? Weiter Quatsch. Mhm. Bin jetzt hier in irgendeinem Keller. Ja, da war Peiler auch schon. Ich bin nur kurz rein. Oh, ich guck mich hier schon mal um ein bisschen. Boah, hier ist nichts groß. Oh, im Keller ist nichts. Also ich hör zumindest nicht. Ja, wo ist sie jetzt? All are welcome in the maid, but threatening my staff, claiming we took her kid, she's bonkers. Dangerous. Next time she pulls a knife on me and mine, someone might die. Something has to be done. Immer mit dir, dann wissen wir wenigstens, wo sie ist. Wir müssen mit dir reden, irgendwie. Life has taught me that chatter doesn't cut it. She's dangerous. And I couldn't call myself a captain if I stood by and did nothing. I hate that it's come to this. But I'll pay a hoard of gold to whoever scuppers her. 3000 Gold dafür, dass wir... Das machen wir. Was ist denn los mit dir? Ich dachte, du bist der Gute hier bei uns. Und jetzt willst du Menschen töten für 3000 Gold? Good. Okay. This is a mercy. I promise. Return when the deed is done. Cool. Okay, dann gehen wir sie weg, wenn ihr es wollt. Oh. Ich hätte gesagt, sie ist gefährlich. Also,
Der Feind sagt immer was gegen den Feind. War lustig, dass ich instinktiv zur richtigen Person gerannt bin, ne? Jetzt hätten wir mit denen hier allen noch reden müssen. Ja, also gut. Können wir immer noch, aber... Nee, müssen wir nicht. Drauf geschießen. Nee, hab ich auch nicht so Bock. Nee, ich bewusstlos einen am Boden usen. Nee, bis jetzt lebe ich noch. Darf ich ihn essen? Okay. Ich hab da die Truhe geklaut. Töte Lora. Wollen wir Lora töten? Und so einfach mal Lora töten. Ist hier in der Nähe. Gleich ums Eck. Cool. Ich geh schon mal in die Richtung. Lass mal Lora töten. Lora, na, Zorro, weißt du, was ich meine? wo müssen wir da hin, Yuzi? Wieder raus, wa? Ja. Okay. Jetzt erstmal auslaufen. Wir können auch noch auf dem Weg dahin mit der Innen da quatschen, na, vor dir. Können wir auch noch machen. Da ist direkt inne. Jetzt da, stopp, Josen. Da, neben dir. Ist ne. Neben mir? Ja, das Haus ist rot. Gibt's noch einen anderen Eingang? War das rot? Tür. Die Tür ist rot. Na, ich komm gleich. Ja, hinten. Ja. Hinten ist ein Eingang. Nee, ist kein Eingang. Ich klaue die Tür. Die Plakate. Ja. Sieht aber aus, als wäre hier ein Hinterhof. Ich komme bloß nicht rein. Da ist so eine Tür, David. Die sind auch nicht verschlossen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Müssen wir bloß den Holzzaun kaputt machen. Ja. Dann kommen wir durch. Oder rüberspringen. Ich flieg einfach in den ersten Stock. Wupp. Da bin ich schon. Hier ist schon mal eine Reisetruhe, die Alex knacken muss. Und die Tür ist offen. Okay. Geh mal rein. Hier sind viele Tote. Jordin? Achso, du musst ja da rein, ja. Oh, ich knack das Schloss hier. Sie nicht erwischen. Das ist eine Wache, auf einmal hinter dir steht, mein Freund. Hm. Wahrnehmung? Blutiges Pergament. Ich will den Schrank looten. Hier ist eine Luke. Ich bin ganz oben. Ich will den Schrank looten und der portet sich immer weg. Das ist doch auch egal. Ist ja nichts Wichtiges. Ein paar Klamotten. Was? Dieb? Was sagst du? Theft in this area. It seems you're the likely culprit. Oh, fuck. Mich hat einer beim Stehlen erwischt. Ich hab's gejinxt. Oh, ich musste jetzt angreifen hier. Könnt ihr mal zu mir kommen? Ja, ich komme. Und dann die Tür zu machen? Das ist schon wieder so ein Ding, Alex. Ich hab die Tür nicht zugemacht. Bin in demselben Gebäude. Unten? Bin in demselben Gebäude wie ihr, nur unten. Okay. Ich bin oben auf. Oder oben. Keiner, je nachdem, wer sie nicht. Ihr seid. Ach nee, ey. Ich hab's noch gesagt. Ich hab halt die Tür nicht zugemacht. So, dann stelle ich mich mal ganz sorgfältig auf den Tisch. Seid ihr da? Ja, wo sollen wir uns hinstellen? Da wo du denkst? Kann mich nicht auf den Tisch stellen. Seid ihr oben oder? Okay, es geht schon los, das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin auf dem Dach noch. Du bist auf dem Dach, du musst irgendwie... Komm durch die Eingangstür, das war am schwierigsten. Ist es so schwer, dass ihr mich nicht so Ding braucht? Nein, ist nur einer.
Hä? Wieso habe ich keinen Gelegenheitsangriff gemacht? Au. Darf ich zuerst dann, okay? Na ja, mach. Mach okay. Schön. Hat er was Gutes beigehabt, Jusen? Nee, war. War bloß eine Standardwache. Hä? Ach nee, Alex geht hinten raus. Oh, ist gut. So, jetzt müssen wir nach oben, oder was? Hier oben war ich gerade. Ja, du hast ja gesagt, da gibt es noch irgendwas, was ich knacken soll. Ja, hier ist dieser Alexander Ringwald, der ist tot. Mann, der ist doch schon gelootet. Naja, aber die Quest zeigt doch her, wir müssen mit dem reden. Kann jemand tot mit Toten reden? Mal wenigstens ausprobieren? Jo, kann ich machen, Digi. Achso, soll ich mal kurz speichern? Ist nicht verkehrt. Hab ich den hier bei? Nee, muss ich selber machen. Wie sah denn der nochmal aus? Unsichtbar, Spinne. Die Kiste auf dem Balkon habe ich gelootet. Ja, danke. Bin ich bekloppt? Mit Toten reden muss doch hier irgendwo bei sein. Kann nicht David das automatisch? Ich wollte gerade sagen, war es nicht David, der mit Toten reden konnte? Hm. Alter, muss er sich zurückverwandeln. Ich glaube, als Dino geht das nicht, oder? Na scheiße, ich sehe meine Zaubersprüche nicht, aber ich glaube, ich hatte nicht mit Toten reden. Hattest du das nicht, Jusen, bevor du dich umgeskillt hattest? Ne, ich glaube, das war höchstens mal ein Amulett. Ich hab mit Tieren umgegeben. Okay, Pylas. Oh, Pylas hat das Spiel jetzt verlassen, ja. Pylas rausgeflogen? Ja, ich denke. Und dann kann ich ja mal kurz im Lager gucken, ob ich das Amulett noch hab mit Toten quatschen. Ja, oder? Nee, oder das war ein Amulett. Ja, gut, das kann man sich auch sagen. Ich habe das Amulett, glaube ich, nicht mehr. Totenreden. Na toll. Boah, nö, habe ich nicht mehr. Muss den von euch machen. Also mir war so, als wenn David das mal konnte, aber gut. Na, wir konnten das mal durch ein Amulett, glaube ich. Ja, ich hatte schon immer Tiere, aber ich habe doch gar nichts am Hut. Und ich dachte, Pyler hätte, glaube ich, den Zauberspell gelernt, aber ich finde bei ihm nichts. Weil das hat er doch bestimmt mal als Rolle. Ja. Kann sein. Dann haben wir die vielleicht verkauft. Na, das muss ein Stufe 1 Zauber sein mit Toten sprechen.
Ja, da gucke ich ja gerade, aber er hat ihn halt nicht drin, so. Vielleicht hat er nicht gelernt, weil wir ihn die ganze Zeit hatten. Ne, Ja, warte mal, gut. mit Toten sprechen war, glaube ich, Stufe 3. Ach ne, Tote beleben. Tod stellen, Fluch brechen, Furcht. Person festhalten, unsichtbar Netz. Schon schwierig. Düsen stecken ein. Aber was bringt uns das? Ich packe ihn einfach in die Hosentasche. Mal gucken. Aber, nee, wie gesagt, wenn es uns nichts bringt, den Leichnam mitzunehmen, dann ist es doch sinnlos. Wir können ihn einfach ins Lager und gucken. Vielleicht fällt uns ja irgendwas ein oder wir kriegen nochmal so ein Zauberspell oder. Steck ihn einfach ein und dann. Oder Shaolin, kannst du vielleicht diesen einen Trank herstellen? Was für einen Trank herstellen? Elixier mit Toten sprechen? Ist sowas gibt's nicht. Meinst du nicht? Es gibt einen Trank mit Tieren sprechen, aber mit Ja, Toten nicht. ja. Aber mit Toten nicht, okay. Kann noch mal gucken, aber ne, gibt's nicht. Hier wird nicht usen, hier wird nicht. Jetzt soll ich den einpacken oder was? Ja, Stecker ein. Hat er. Da freut er sich. Hat zwar eine schöne Leiche eingesteckt. Ja. Aber kann auch sein, dass wir durch die Luke gehen müssen da unten und dass er da dann weitergeht mit der Quest. Hier ist eine Wahrnehmung fehlgeschlagen. Du bist schon rein direkt, okay. Dann durch die Luke, ja. Auch fehlgeschlagen. Oh, ja, okay. Da war die Ich glaube Falle. deswegen. Oh. Wir sagen der Ratte nicht, dass er, dass Alexander tot ist. Was für eine Ratte? Sag ihm die Wahrheit. Nein. Weil die nächste Option ist, er hat quasi seine Innereien gefressen und das wusste er nicht. Er wartet ja immer noch auf ihn. Lassen wir ihn lieber ewig warten, anstatt ihn zu traumatisieren. Unten war jetzt noch eine Luke oder? Ja. Aber brauchst nicht mehr runterkommen, wir sind schon so Na fertig. doch. Meinst du? Na, ich bin Ja. hier drüben jetzt schon fertig. Ist also nichts in der Luke. Hier gibt's noch eine Steinmauer, warte mal. Naja, doch, also. Oh, hier ist eine Wahrnehmung. Naja, doch, komm mal runter. Hier sind überall Fallen anscheinend und eine Wahrnehmung mehr oder nicht ist. Bist du da drüben fertig, Jusen? Ja. Pass auf, hier sind Fallen irgendwo. Da. Eine Schnur. Kann ich denn die nicht entschärfen? Will ich abschießen? Stolperdraht, ja, warte. Ja, ich geh weg. Okay. Nein, das habe ich noch eine. Da ist sie auch schon mit weg, ne? Doch.
Schlüssel zur Ringwaldstruhe, ja. Yes. Cool. Na, haben wir das doch hier. Wo ist die Truhe? Keine Ahnung. Hast du die Truhe gerade geknackt vor dir? Nein. Ich hab hier keine Truhe geknackt. Hä? Hier ist ein Schließfach. So, an der Wand. Wo? Oh, der Jusen, Alter, du hast ja hier noch gar nicht geklaut. Das? Das Regal war auch komplett ungelootet. Da sind noch Säcke. Da ist noch eine Flasche. Hast du überhaupt was gemacht? Bist du noch reingelaufen, ne? Ich hab die Tür aufgemacht, ja. Ja, wow. Das ist doch wie drüben war, ja. Jetzt liegt aber auch noch eine Flasche. Ja. Aha. Ich boykottiere das. Ich räume noch nicht hinter ihm auf. Okay, coolio. Haben wir das. Wollen wir jetzt die Lorena töten? Bin gleich drin. Auf jeden Fall läuft die Quest mit Jusen. Ja klar, weil ich ja die Leichnam habe. Ja. So, da sind wir. Düdüm. Düdüm. Tadam. Tidum. PC abschmiert ist nicht geil. Oh, hier sind zwei Charaktere. Das ist aber in letzter Zeit auch mit häufiger bei dir, wa? Ja, aber nur bei dem Spiel. So. Weiß halt nicht warum. Wenn ich mit dem Rechner andere Sachen mache oder andere Spiele spiele, stürzt es dich nach anderthalb Stunden ab. Okay, müsst ihr hier durch die Tür, ich geh mal kurz wieder auf Toilette. Er bricht sich hier kein Bein ab nebenbei. Das ist ja auch, das System läuft auf 50-70% bei Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und so und alles schick. Oh. Nö. Vielleicht ist der irgendwo drunter gerollt? Oh. Resolving this peacefully will require more caution than you displayed in getting caught. Your defiance holds little sway. Ups. Ich würde mal sagen, ich komme erst mal zu euch, ne? Guter Umweg. Schade, brauchst du trotzdem. Brauchst du nicht, alle Dude. Alter. Seid ihr in einem Kampf oder was? Ja, mach einfach die Tür auf. Scheiße, kann ich jetzt nicht mehr, ne? Ob ich nicht an sie rankomme, spüre ich sie ja dann. Das ist ja die wir sowieso der töten mussten. Der Raum ist so klein. Wie soll ich das auffangen? Beende einfach Teilzug, Jusen. Ja, beide. Ist sowieso jetzt vorbei. Mach da bitte die Tür wieder zu. Ja, warte. Danke, Jusi. Das ist echt eng hier drin. Die hat ein Amulett gehabt. Zauberstab. Ich
habe mir ein Bild eingesteckt. Windschritt und Windstoß. Ja. Zauberstab ist Müll. Ja. Aber das war Amulett des Windreiters. Okay. Verwandle dich in eine Wolke. Du bist gegen alle Schadensarten resistent. Bei Geschicklichkeit, Konzentration, Stärke bis zum Vorteil und wirst winzig. Okay. Hört sich lustig an. Na, damit kommt man aber vielleicht ich nicht. Durch die ganzen Sachen durch. Mein Bild. Da ist noch ein Bild. Bild. Mein Wie sieht's Bild. Denn oben aus? Ich geh mal oben gucken. Ja, oben ist auch nur winzig. Ja. Ich merk das schon. Er ist nicht erreichbar, schade. Ich habe einen Stoffeulenbären gefunden. Mach mal die Tür bitte wieder zu. Nicht, dass hier gleich... Wichtig, beim Clown, Leute, Tür zu. Ja, wirklich. Kommt hier gleich wieder eine Politesse und will mich einsammeln. Kommt doch hier nie durch. Was will sie denn hier sehen haben? So, jetzt. Bin durch. Alles eingesammelt, alles getötet. Das ist ja die Büchse. So, was nun? Ah, wir können jetzt so zu Captain Grimmig zurück und unsere 3000 ja. Belohnung da holen, glaube ich. Genau. Den, kannst du denn jetzt eigentlich mit Toten sprechen? Tyler nicht und ich auch nicht. Dann müssen wir irgendwo mal einen Händler finden für... Tyler, deine Zauber konntest du nicht wechseln irgendwie, oder? Meine Zauber kann ich immer wechseln, Digi. Hast du denn irgendwie noch eine Ausweichmöglichkeit für Nekromantie, dass du da jemanden beschwören kannst? Alter. Aufbeleben kannst? Mit Toten reden oder sowas habe ich nicht. Vielleicht. Okay, ich dachte, du hast da vielleicht irgendwas in der Reserve, was du austauschen könntest. Nee, ich habe ja vorhin auch schon mal geguckt, aber ich habe bei den neuen Sachen, die ich noch... Nee, da ist auch nichts bei. Nebel, Strahl, Verkleiden, Donnerwelle, Schlaf, Leben, den kleinen Dings, die Kugel, Feder, Sichtbar, Vergrößerung, Verkleinerung. Hier, wo ich drinne bin, ist eine Luke, Leute. Alter Schalter. Kommt immer her. Da wo du bist, ist eine Luke. Nee, hab ich wirklich nicht, Jusi. Du bist in die Luke reingegangen? Ich bin da, sehe ich da hinter uns. Da, die Tür. Ja, einfach durch die Tür durch, bitte. Dann hier in die Luke. Zu, bitte. Dann, nee, einfach in die Luke rein. Alle Dude. Ich hab schon alles. Mach doch mal die Tür zu. Trotzdem. Ja, warte, müssen alle ran. Jusen. Ich glaube, Jusen ist pinkeln. Er steht in der Tür. Ich hab zugemacht, die Tür will runter. Okay. Hier sind viele Leichen auf jeden Fall. Ja, deswegen wollte ich, dass er herkommt. Auch so eine Tentakel-Dudes. Ja. Warte. Deswegen wollte ich, dass er herkommt, falls noch was rumläuft hier. Liegt ein Geist. Überhauen. Tessel. Hier ist eine Tür. Da liegt ein Schild. Hier sowas wie ein Goldbarren? Ich kann das nicht nehmen. Ist das, das sieht aus wie ein Barren. Ich kann ihn nicht nehmen. Kann mal einer gucken kommen? Aber bei alt wird da nicht angezeigt, dann ist das nichts, ne? Okay. Ja, kannst du schon nicht nehmen. Was denn für ein Barren?
das hier sieht aus wie so ein Kupferbarren am Boden. Aber man kann es nicht nehmen. Doch, jetzt. Nee. Ah, nee, ist auch eine Flasche. Die daneben. Die hier. Jetzt ging's. Nice. Gut, hier ist noch eine Tür, die mach ich mal auf. Oder Pfeile machst du wieder zu. Sehr schön. Okay, hier ist gar nichts. Schade aber auch. Ich meine, Wahrnehmungsprobe oder so. Ja. Oh, okay. Damit hätte ich jetzt auch gerechnet. Aber hier muss noch irgendwas sein. Guck mal, hier geht ja auch noch irgendein Gang lang, oder? Hier hinter? Vielleicht höher. Können wir nicht mit dem Geist quatschen? Was für ein Geist? Der da rechts liegt. Der ist tot. Was mit dem quatschen? Hatten wir nicht mal Schriftrollen mit Toten reden oder sowas? Ja. Ja, Peiler, warum hast du die nicht gelernt? Muss ich doch. War mal eine Schriftrolle, ja. Ach man, ist mir auch Rille. Gut, naja, dann war's das. Nur ein bisschen Loot. Wir mit dem Ding hier auch nicht interagieren können. Ich kann was anderes ausprobieren, aber das bringt halt nichts. Also die Zaubersprüche, die ich halt habe, die machen halt bloß bei Tote beleben, erschaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Ist halt nicht mit Toten reden. Okay, wir probieren es aus. Alles klar, David. Wir sind schon weitergerannt. Du hast schon gesagt, das geht nicht, deswegen. Alles gut. Naja, das ist halt nicht das... Wo ist der Spell? Keine Ahnung, kann ich wohl nicht. Ja, wie gesagt, bei der haben wir schon geklärt, ist doch nicht schlimm. War nicht so, wie du denkst, Jürgen, aber ja. Na dann, egal. Schmieren, Plage, magische Waffe. Ich wollte den Diener sehen. Die hatten nicht. Wie gesagt, David, geht nicht. Ach so, okay. Hier, wenn du bei mir guckst, wenn ich den Zauber einstelle, nimm jetzt den raus, nimm den rein. Na, kann sein, dass du erst eine lange Rast machen musst oder so. Kannst du die nicht von der aus... Der ist einfach nicht hier drin. Hm. Ich versteh's nicht, er müsste eigentlich hier sein. Wenn ich den jetzt wieder austausche gegen die anderen, dann ploppt er auch da auf. Hm. Und kannst du den rüberziehen von da aus? Nee, Mann. Nee, ich hab's ja... Wenn du ausgewählt hast, auch von dem Feld? Nee, das ist dann wieder X, ne? Das ist komisch.
Kann ich mir vorstellen, dass du den halt auswählen musst und eine lange Rast machen musst, ehe der auftaucht, aber... Aber wie gesagt, das ist halt auch, glaube ich, eher denn jemand, der kämpft, weißt du, und nicht jemand, mit dem man sich unterhalten kann. Das ist mir klar, ja, aber es würde mich halt interessieren, ob der zum Beispiel auch die gleichen Leben haben. Das heißt, wenn wir mal zwei 200er haben und einen 200er runterhauen... Ja, aber dann muss ich, da gibt es auch noch, glaube ich, einen besseren von, den muss ich dann, glaube ich, machen. Weil das ist nur für mittelgroße, kleine bis mittelgroße. Vielleicht kannst du dann einstellen, dass es dann für bessere, also bessere höhere Zauber machen kann. Ja, kann auch sein, ja. Aber sonst müssen wir beim nächsten Zauberladen mal doch nochmal halt machen und dann halt noch ein paar Schriftrollen kaufen. Aber ich glaube, ich kann das nicht lernen. Weil sonst hätte ich es ja gelernt. Ja, vorher hatten wir, glaube ich, ein Amulett. Ein Amulett. Na, hat das vielleicht noch einer in der Kiste im Lager? Obwohl, ja, stimmt, alle könnten mal gucken, vielleicht liegt hier irgendwo bei diesem Weg. Also ich weiß nicht. Ich habe bloß noch das Amulett bei mit dem dieses intelligente Amulett, weißt du, wo man mit diesem Dude reden kann. Ach so. Was ja auch noch eine Quest ist. Aber auch kein Ring oder irgendwas. Alles Mögliche außer das. Ja, ich hab's auch nicht, oder? Ich weiß sogar noch, dass wir davon welche verkauft haben. Aber ich glaube, weil ich immer nur gedacht habe, ich habe das halt gelernt. Aber es gibt, glaube ich, auch Zauber, die man nicht lernen kann. Guck mal, was sagt der Dude da eigentlich zu? Meine Kiste im Lager, ich habe schon zwei Leichen drin. Ja, ich habe es mit Toten sprechen dreimal. Oh, nice. Zack. Kannst du bei mir rausnehmen, Peiler? Drei Schriftrollen mit Toten sprechen. So, ich mach mal lieber im Lager, Peiler, oder? Weil hier habe ich Angst, dass Gegner aus den zurennen. Dann kannst du mal gucken, ob du die... Im Lagerpeiler? Nee, bin gerade wieder raus. Da. Bist du im Lager, Alex? Nee. Du hast doch die Sachen schon bei dem Inventar. Kannst du mir bitte rüberpacken? Du hast sie doch schon. Ich kann es nicht rausziehen. Aus Alex am Inventar, meinst du? Geht bei mir gerade nicht. Ja, alles gut, ich bin auch schon dabei. Keine Ahnung. Ja, hab's hier drinne. Was für ein Inventar jetzt? Kann ich nicht lernen, nee. Das meine ich. Also Leute, jetzt wisst ihr, ihr müsst die Dinger aufheben. Ja, auf jeden Fall. Wieso kannst du sie nicht lernen? Was steht da? Ich will gar nicht angezeigt. Ungewöhnlich? So.
Ah ja, dann belebt mal wieder und dann könnt ihr quatschen. Wie gesagt, Paul, ich würde es lieber im Lager machen. Wir sind doch alle im Lager. Achso. Schmeißen raus die Leiche und dann können wir das machen. Ja, liegt doch hier vorne. Oh, da bin ich aber voll gespannt. Alter, da hinten, ey. Ja, ist doch egal, wo wir es machen, oder? Der Nekromantiemeister muss zugucken. Warten, der da an der Ecke liegt, oder? Ja. Ja, hier. Also der? Ja. Hat ihn am Arsch des Lagers geschmissen. Beim nächsten Mal mach ich das. Wenn du so frech bist. Du bist frech. Oh, ich seh's nicht. Das Inventar ist zu voll, ne? Nein! Okay. Verarschen? Oder vielleicht da ist es. Warum ist es da nicht? Kann ich es mir da hinziehen? Nee. Kannst du nicht Rechtsklick einfach machen und wirken? Ja, das geht. Aber es ist trotzdem komisch, dass es hier unten nicht im Menü drin ist. Du hast aber auch übelst viel Stuff, wie ich sehe, Digga. Vielleicht wird es einfach nicht angezeigt, weil es da hinten ist. Er steht. Ja, bei mir steht er nicht. Was steht. Bei mir nicht, aber... Mach mal deine Cutscene. Wir können nicht so viele Fragen stellen. Na? Erstmal drei. Na, wir waren das. Wer lag denn da jetzt vor mir? Also, ich habe nicht nochmal genau hingeguckt. Okay. Leute, wir haben ihn getötet. Nein, haben wir nicht. Der lag doch da schon. Okay. Ich glaube, wir können ihn alle Fragen stellen hier. Ja, stimmt. Vier ist eigentlich auch nicht verkehrt. Was hat er sich angeguckt? No owner, Shimona. Shimona. Soll ich ihn mal fragen, wer sein Mörder war? Haben wir ja schon. Haben wir schon, ja. Aber wie hieß euer Mörder? Kannst du. Na, das weiß ich doch, wissen wir doch, der rote Zwerg war doch. Nein, nähere Beschreibung gibt's nicht. Na, denn hier viertens, welcher Land für Grabsteine? Mann, das hat doch die Ratte gesagt. Ja, da habe ich nicht zugehört, sorry. Ist doch egal, David. Das ist doch hier nicht begrenzt, die Fragen. Okay, doch. Doch. Schön. Hättest du nicht sagen dürfen. Damit hast du den Zauber entwirkt. Gejinxt. Aber hier, Grabgeflüster haben wir doch jetzt, ne? Ist doch in Ordnung. Ja. Weiß nicht, EP. Lächerlich. So, wollen wir jetzt nochmal Volo auspacken? Naja, aber die Quest wird immer noch angezeigt. Anscheinend haben wir es nicht vollständig immer. Soll ich es nochmal machen? Nochmal speichern? Oder? Wir haben ja gespeichert. Ja, wir haben ja davor gespeichert, ja. Ich meine, dann pack den Zauber normal aus und dann müssen wir mal gucken, welche Frage wir ihm stellen sollen. Ja, er hat doch gerade gesagt, wir sollen zu den Grabladen gehen, oder? Naja, aber die Quest zeigt doch immer noch auf ihn. Ja, vielleicht ist es verbuggt. Guck gerade mal, ob da musst du mal vielleicht was Neues aufgeploppt ist.
aus dem Lager rausgehen oder so. Ich bin dabei. Ich finde trotzdem komisch, dass er nicht in der Leiste drin ist. Nee, bei Grab ist leider auch nichts aufgeploppt in der Quest. Ja, genau, hier in Birnbaum. Da hatten wir doch mit der Ratte gequatscht. Achso, Alex? Mhm. Ich kann den Zauber, wie es aussieht, nochmal wirken. Mit Toten sprechen aus. Mhm. Ja. Das er wird aber hier rechts angezeigt. Und das war das Problem. Nee, wenn du die Schriftrolle wirkst, kannst du bis zu einer langen Rast mit Toten sprechen. Das heißt, du kannst die ganze Zeit mit denen quatschen. Ja, genau. But it is often cited as the purpose of mortal life. Wherefore, nee, die Leiche kann nicht mehr sprechen. Ah, okay. Hm. Hast du noch was in deiner Hosentasche? Ja, Wollo. Wollo nochmal. Ich pack Wollo noch aus. Okay. Wir gucken, wen er anschreit von uns. Oder uns alle. Nee, aber das war doch jetzt die Leiche von da unten, oder? Nee, das war der Zauberer. Kann das doch sein, dass das diese Mietlinge sind? Oder was sind denn Mietlinge eigentlich? Von dem Typen. Können wir die vielleicht auch über den Typen beleben? Na, Mietlinge sind eigentlich Gefährten, die mit uns laufen. Ich glaube, er wird ja sagen, dass sein Team einfach voll ist und das war's dann. Achso, okay. Genau. Schade eigentlich. Das Einzige, was wir halt noch machen können, dadurch, dass ich das ja jetzt schon gewirkt habe, wir können da nochmal hingehen, wo wir gerade waren, und dann kann ich unten mit den Toten nochmal reden. Vielleicht können wir dann die Quest zu Ende machen. Ja, du könntest mit dem Geister nochmal quatschen. Richtig. Ich habe ja gedacht, das wirkt nur Verein, aber wenn es so lange wirkt bis zu einer langen Rast, naja, Porn. Aber hier ist noch Wollo einmal, den kannst du auch nochmal wieder beleben. Oder mit dem Quatschen kurz. Ja, wir quatschen mal mit Wollo. Mal gucken. Ja, Wollo. The corpse regards you. Ich würde ja fragen. Ja. Besitzt ihr irgendwas Wertvolles? Ja, das ist schon mal ganz gut, Jusen. Habt ihr noch irgendwas unerledigt gelassen? Könnte man auch für viertens. Ist der jetzt echt eine Quest für den Bastiano machen? Der hat mir ein Auge ausgestochen. Wie ist das zu sterben für dich ja auch prickelnd? Ich mache erstmal drittens. Finde ich gut. Also nichts Wertvolles, schade. Okay. Also sechstens würde mich auch interessieren irgendwie. Okay, was hast du da? Oh nein, nicht. Okay, er will auch questen. Manuskript. Story of Goblins. Absolut. Don't know how it ends. Ich weiß, wie es endet. Ich hatte einen guten Tipp. Obwohl, dann ist es dann auch zu Ende. Ich weiß nicht, wie oft hatten wir. Dürften wir Antworten geben? Drei oder fünfmal? Ich glaube fünf. Ich würde eher mal fragen, wer ist der Absolute? Wissen wir doch, dass wir das mal ja hören. Von den Gedankenschindern oder nicht. Und nochmal fragen, was er da gemacht hat, wäre eigentlich auch nicht so. Weil wir haben ihn da ja denn gesehen. Aber warum, wissen wir nicht. Ich bin gleich wieder da. Er war da einfach gefesselt und wir sind da ja hingekommen und der war halt erst nach ein paar Zügen in die Luft geflogen. Ich würde den auch, nachdem ich ihn kennengelernt habe, am liebsten fesseln und irgendwo aussetzen. Mir ist egal.
Ich mach mal zweitens. Wir haben ja da noch einen. Super. War nicht so aufschlussreich. Gut, der letzte. Ja. 3, 5, 3, 5, 3, 5. Wie seid ihr gestorben? Ist aber ein Running Gag eigentlich. Wir wissen ja, wie er gestorben ist. Nee, wie ist es zu sterben, Stitter? Achso. Ach ja, stimmt. Transforming. Oh, wir haben wohl noch einen. Okay, das interessiert mich. Verwandeln, genau. Also sechs. Sechsmal können wir. Ich glaube, das waren fünf, Alter. Waren fünf? Auf in den Untergrund. So, erstmal raus aus dem Lager und ab zu David erstmal, oder was? Den Grund unter. Wir müssen da wieder rein und wieder runter. Ja. Ihr müsst zu mir. Ich bin und bei David. Nach unten. Und gehen nach unten. Nach unten müsstet ihr. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Unten ist es schön. Voll blutig und so voller Leichen. Ich lieb es. Quatsch sie all an, Peiler. Ja, es ist was Diebes. Ich tu es. Tu es. Es. Fang in der Mitte an. Von der Mitte zur Titte zum Sack. Zack, zack. Sollst du nicht looten, Peiler. Sollst sie bequatschen. Sollst ihm Informationen entlocken. Infos. Hat irgendwie nicht so funktioniert gerade, ne? Ist das hier durch die Luke oder was? Cool. Ich kann mit ihr nicht mehr reden. Hm. Ja, quatsch mit jemand anderem. Achso, warte. Ja, ist ja egal, ob ich jetzt speichere oder nicht. Nee. Ich reden kann ich mit ihr auf jeden Fall nicht mehr. Aber warum nicht? Wir wollen nicht. Leiche bleibt still. Geht nicht. Ich wollte mal einen Geist. Wo ist denn der hin? Mein letztes Speicher ist leider ein paar Minuten her. Und die in der Mitte hast du als erstes probiert, oder, Peiler? Die Leiche antwortet nicht, ja. Die habe ich zuerst probiert. Das ist überall das Gleiche. Ich muss mal die Antwort annehmen. Ich glaube, hier muss man irgendwas machen, damit dieser Kreis vielleicht gebrochen wird. Dann hätte man das vielleicht ja, machen können. Ja, mich wundert auch, dass, guck mal, hier liegen auch Gedankenschinder und sonst was. Das ist irgendwie nicht zu sagen. Ansonsten quatsch mal mit allen. Vielleicht hat ja auch noch irgendeiner... Quatsch mal mit dem Gedankenschinder. Ja, und nimm mal den. Vielleicht quatscht der mit dir. No. I must say, if this is a practical joke, geht auch nicht. Not very amusing. Quatsch, Alex, eigentlich die ganze Zeit. That's terrible. Master Metzli, are you quite all right? It was perfect. Geht mir seinesgleichen. Perfect, perfect, perfect. You have solided with knowledge. Alex, erzählst du schon wieder sehen, dass du ein Serienmörder bist? Warum tust du das? Wie gesagt, das bringt uns nur Probleme. Ja, er ist immer noch so ein Pokémon drin, er will der Allerbeste sein. Okay. Keiner vorhin war. Musst du jetzt kämpfen? Ich bin gerade rauchen gegangen. Bin am Kampf. Okay, ich komm schon mal zu Wie dir. Wie komm ich denn zu Alex? Erstmal wieder hoch. Ich guck mal auf die Karte, Leute. Nee. Alex ist... Da oben. Dann teleportiere ich mich erstmal dahin. Ist das viele? Vier.
4 Leben. 4, einfach nur. Also der hat sich quasi vervierfacht. Ey, wenn wir hier am Ende fertig sind, ist die Bevölkerung halbiert, Leute. Halbiert. Ja. Solange wir Händler haben, ist okay. Okay, hier stehen noch 3 mehr, Alex. Yep. Oh. Ich hab ja, bin drin. Ich hab ja gesagt, 4 Stück. Nee. Hier unten stehen noch 3. Oder? Nee, ach Quatsch, einer. Ja, aber der zittert nur und der macht nichts. Aha, alles klar. Ach, du bist im Haus. Wir tragen mir einfach zu viele Leute rot. Muss ich gerade sagen. Was kann ich denn machen? Komme ich da oben drauf? Oh ja, ich versuche gleich da oben drauf. David? Ja, sag ich, ich bin rauchen. Okay. Ja, ich dachte ja, du kannst mit den einen da unten quatschen. Mann, das schaffen wir schon, oder? Hättest du da allen 5 jeweils noch so 5-6 Fragen stellen können? Deswegen war die Frage, wie einer ist tot. Ja, das schaffen wir schon. Das packen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Das ist die richtige Einstellung, Pfeiler. Ha! Beide fehlschlagen. Penner. Mal gucken. Das. Fahrt nicht gefunden, ist doch super Fahrt hier. Da gibt's. Okay, du bist recht dicht an den Boys dran. Ne? Ja, mal einfach einen Feuerballpeiler, die sind nicht so stark. Alles gut. Verbrauchst nichts verbrauchen von deinen Zaubern. Mach einen Zaubertrick und dann ist in Ordnung. Da muss ich ja auch was für verbrauchen. So ist es ja nicht. Genau, Zaubertrick. Zaubertrick. Und beim Zaubertrick brauchst du nichts verbrauchen, nur eine Aktion. So. Hm. Oder nicht? Nee. Es war nur bei dem Feuerball so, wo ich den Feuerballstab hatte. Alle anderen Sachen hier, der Standardfeuerball, der kostet... Ach doch, du hast recht, da steht Aktion. Nee, aber Aktionen sind alle Sachen. Ja, Aktionen machen aber keinen. Nur wenn ja, stimmt. Alex steht. Hat recht. Nee, nee, ich hab. Alex hat vollkommen recht. Ach, so kommt das vor, ja. Oh, ein paar neue Gegner. Nee, save it. Oh, ich bin voller Kalle. Warum konnte ich. Hä? Nee, die sind da. Wo bin ich? Ach, ich bin hier unten. Okay. Mal alles sehen. Feuerball, Junge. Ja. Ja. Ist ja genau wie die Spells, die ich durch meine Ringe oder andere Klamotten oder Waffen dazu kriege. Ja, genau. Das sind ja auch nur Aktionen. Ja. Das, wo ich halt gerade verwirrt war, war halt bloß bei dem Zauberstab, waren die Aktionen halt auf der linken Seite. Machst du noch was, Peiler, oder beendet? Und auf der rechten Seite sind auch Aktionen drin. Wahrscheinlich die Gelernten. Oder? Überfallen, okay. Brauchst du nicht, alle Dude. Was sind eigentlich alle in roten Klamotten so eine Viecher? Oder decken wir jetzt hier voll die dicke Sache auf? Spaß. Attacke, David! Ich guck gerade. Husen. Er springt. Wir sehen es nicht. Peek ihn in den Po. Kannst du den hier töten, dann kannst du nochmal angreifen, ne? War das dein Standardangriff, David? Das ist mein Standardspuckangriff, ja. Also aber der hält nur einen Zug, ne? Mit der Säure. Yes.
Lange Rast eigentlich. Oder ist es fehlgeschlagen? Cool. Steht aber komisch versprechen. Nö, nö. Ist halt drauf. Einzug. Ich liebe meine Krieger einfach in der Session hier. Ich liebe es. Ich liebe ihn. Das ist schön, Jusen. Ich mach mir ein Poster von dem. Alter, was? Lass dich noch ein viel bisschen heilen. Ja. Okay. Nee. Cool. Ja, wenn er sich mit mir anlegt, dann kriegt er instant was zurück. Geht ja so nicht. Echt jetzt? Ja genau, lauf weg. Nice. Boom. Kriegt da nochmal einen schön hinten rein. David! Ja, sie ist sogar drauf, die Dings. Jetzt kannst du nicht töten, da mit deinen beiden. Ja genau, Tipptoppi. Ja, ja. Wo wolltest du jetzt eigentlich hin, Alex? Na, gerade mit der ihr quatscht hier. Mit der Quest. Ja, Cora Hochbär. Ja, genau. Ich still can't believe. Why would anyone want to kill me? Lunchen wir mal. Thank you for saving us. Naja, bitte, bitte. 1000 Gold Belohnung. Oh, die sind reich. Zwerge sind reich. Haben wir uns überhaupt die 3000 von Dings schon geholt? Ich glaube nicht. Ja, von dem grimmigen Captain. Hier drin ist auch noch eine Luke, ne? Oh, dann lass erstmal durch die Luke, oder? Ja, wir müssen immer durch die Luke. Ah, schön. Wo ist denn die Luke? Ja, hier bei mir. Kommen wir noch, wo auch noch ganz viel looten. So, oben schon? Ne, oben war ich noch nicht. Dann geh ich nach oben. Da ist doch noch eine Truhe oder so. War niemand fehlgeschlagen? Ja, bei mir auch. Und wartet kurz. Ja, klar. Ja, ding, ding. Ding, ding, ding. Schön, wenn Leute so dankbar sind, dass man sich alles einstecken darf. Oh, ich habe einen dicken Schlüssel gefunden. Cool. So. Bin da. Einen schönen Hut. Hier links vom Tisch ist, ist irgendwas. Wahrnehmung fehlschlagen. Oh, das ist safe gefunden. Ja, ich habe. Leute, gefunden. Ich brauche noch eine Weile. Hier ist nicht, hier liegt nicht so wenig rum. Naja, macht euren Zahn Schuhe. Nacken hier schon mal alles. Schwamm. Okay, dann muss ich speichern. Speichern. Wenn ich so spiele, habe ich gleich wieder die Vampire Masquerade. Oder The Masquerade Feeling. Ah. Auch schön, wenn da mal Neues rauskommt, oder? Angeblich sind sie ja an der Mache, aber naja, ne? Naja.
Truhe ist offen. 103 Gold. Schlafzimmer. Gold und einen komischen Trank. Kritischer Erfolg. Und da war Alter. Oh, 29 so. Ist heftig, ja. So stelle ich mir Jusen sein Bett vor. Guck mal in Stream, Jusen. Da war eine Falle. Oh ja, ist das mindestens. Aber mit dem Bücherregal oben drin, ne? Das ist ganz wichtig, ey. Na, Logo. Wenn es mal losgeht im Bett, dann fallen die Bücher runter. Ja, heilen wir uns mal. Wieder voll. Rote Beleben als Schriftrolle gefunden. Nice. Jetzt mal das mal ausprobieren, um ein Spell zu benutzen. Yes, yes, ja, da hast du recht, David. Okay, cool. Das Wort ja hier unten. Oh, bist du oben durch oder sollen wir noch helfen kommen? Ich denke, dass der Balkon jetzt hier das letzte war. David, ich hab noch ein Schild für dich. Vielleicht ist es besser als das, was du gerade hast. Was ist das, ein Übungsschild? Nee, das Schild mit eisernen Bändern. Plus 1. Achso, hast du mir reingepackt. Ja. Rüstungsklasse 3. Nee, da behalte ich meins. Plus 3. Naja, mein Schild hat plus 2, aber dafür habe ich noch diesen Konter-Nahkampfangriff. Bei David. Beziehungsweise bin ich resistent gegen Feuerschaden. Soll ich jetzt in die Luke kommen? Nö, nee, da sind wir durch. Ups. Okay. Da bist du. Bei mir hast du immer deine Home-Klamotten an. Das sieht so scheiße aus, Alter. Wieso? Wieso? Weil du nicht mächtig aussiehst, Junge. Auch er doch nicht aussehen, er ist es. Du siehst aus wie einer, der aus einer Pfütze trinkt. Ja, und jetzt siehst du aus wie ein König. Siehst du? Ach. Macht einen Unterschied. Jetzt sieht doch scheiße aus. Ja, bist halt komplett zugeklatscht, klar, aber mächtig ist er trotzdem. Wie sehe ich aus? Na, wie ein Dino. Schwul. Du siehst aus wie so ein winzig kleiner, wie ein Penis. Ach, wie ein Penis. Wenn der Alex mal den Kopf vom Hals beißen. Versuch's wie doch. Wie er dann aussieht. Lache dich bei dem Versuch aus. Jo. Geht einer zurück und quatscht mit der Piratin, oder was? Kann das leider nicht. In welche Richtung muss ich denn? Komplett auf die andere Seite der Stadt. Es war am Hafen, oder? Ja, nee. Es errüttet Nixe. Ah, das war am Hafen. Oder sobald das Tor, kannst du sobald das Tor einfach teleportieren und runterlaufen und dann links. This corpse has been desecrated, displayed, and there's nothing random about it. Hast du gehört, Alter? Baldur's Tor und nach unten links. Genau, dann läufst du nach unten und dann links runter. Also rechts runter in dem Fall, aber ich bin gerade nur den Laufweg lang mitgegangen. So, errötet nix. Aber war die nicht unten am Hafen? Nein, dann gehen wir zum Baldur's Tor. Da nicht. Da. Genau, jetzt läufst du runter. Komplett in der falschen Ecke gewesen, glaube ich. Jetzt läufst du runter. Yes. Cool. Gleich nach links. Hier? Ja, da ist recht. Nein, nicht ins Haus. Am Haus links vorbei. Raus und links vorbei.
decay comes over the links. Beggar's form. Genau. Erst recht später Name kann ich hier irgendwie raus. Und jetzt geradeaus. Jetzt auch geradeaus. Gold first. Then you can hit me. Ja, so kann man wenigstens den Namen lesen. Ich war so tief reingezoomt, ich konnte nicht mal auf der Minimap die Namen lesen von den Häusern und so. So genau, geradeaus und da ist er denn. Da, wo diese Quest ist. Ja, jetzt sehe ich es auch. Gut. Merci beaucoup, mein Freund. Ich habe hier einen Eingang gefunden zu einem Mausoleum, wo man was ausgraben kann. Da würde ich gleich hinkommen, wenn ich irgendwann mal da bin, wo ich hin will. Und Anita Fischer und Elias Fischer sind hier. Back for more. I don't mind. So long as you're paying. Kannst du mal kurz speichern, David? Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich das mache. Boah, ich... Ach, ne, ich lass es. Ich habe gerade wirklich vergessen, warum ich nochmal hier hin wollte. Mit der Eulen zu quatschen. Mit dem... Ich glaube, mit der Eulen für das Geld. Was bist du denn? Ah, Mann, voll dran vorbeigerannt. Schon voll im Keller, Alter. War gerade schon wieder voll auf Keller. Wir sind quatsch mal mit dem Bengel da unten. Beziehungsweise kannst du hier das Ding mal ausgraben. Ja, sie freut sich. Was für ein Ding? Nein. Oh Mann. Ich habe ein Problem. Was? Ich muss hier drücken, bist du bereit, um fortzufahren? Und sie verwandelt sich gerade in irgendeine komische Baumhexe. Okay. In die Vettel, ja. Mhm. Überraschung, ja, was für eine Überraschung. Okay. Also zu Pilot oder was? Ja, weil wenn ich den Haufen ausgrabe, kriegen wir Stress. Achso, okay, dann lieber nicht. You made a mockery of me. Shit. Besting me in my own home. Did you think I would simply walk away? I had it all worked out, you know. I was going to cut your pretty little head off and then kill Laura myself. But then you bashed the wretch's head in. So now, not only am I a fumble. But I owe you, of all people. Thanks. Was wollen wir sagen? In welche Richtung soll es gehen, Leute? Okay, ich schuld mir Gold. Sag das, danke. Was denkt er? Ich hab meinen Dings gegeben. Zwei, drei oder vier. Da, 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 da. Du hast doch noch erstens. Oder machen wir erst nicht. I'm practically glowing. Vanra sits in my belly growing fat with power. A fine hag she'll make, but I need time. I need to be left alone. I know you're on a little crusade of your own, so let's come to a compromise, hm? Walk away, Petal.
And when the time comes and your back is up against the wall, you'll have the guts and glory of a hag at your side. Ich glaube kein Wort von ihr. You'll have me. Ach so, in Ordnung. Eine Vettel könnten wir gut gebrauchen gegen das Gehirn. Dann ist da eine Falle. Wenn die uns helfen kommt. Finde ich echt schwer. Nicht schlecht. Ich meine, wir haben schon die Drecksarbeit für sie gemacht. Wir haben schon einmal unnötig Blut vergossen. Ein zweites Mal muss es doch nicht sein. Für mich alle guten Dinge sind drei, aber gut. Außerdem ist es nur ein Tantchen. Können wir ja unsere Tante töten. I knew you were smarter than you looked. Here, the gold, as promised. Plus, a little extra for my favorite mommy killer. Step a toe out of my extra. Cover. The deal is off. Bye bye, Petal. Sie lebt wohl. Sie nie wieder. Soll ich jetzt für ein Extra bekommen? 3000. Die sind schon nicht. Gold. Ja, aber hätten wir die weggeklettert, hätten wir die auch gehabt. Ja. Und noch einiges mehr. Was ist jetzt Syphilis? Na, freust du dich ja. Willst du ja nur haben. Na ja, klar. Das ewiger Wunschtraum. Das extra am Boden einer Vagina jeder Vettel. FSK 18, Freunde. FSK 18. Was hier? FSK 18 gibt's nicht. Jusen, kannst du dich mal bewegen? Habe ich getan. Bist du bei mir weg? Meine Figur bewegt sich nicht mehr normal, die schlittert bloß noch im Standbild über dem Boden. Ja. Ich habe mich zu Jolien geportet. Ja, das mache ich mal auch. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht M drücken. Ja, bei mir ist auch gerade. Also, entweder Pilar fliegt vielleicht gleich wieder raus. Ja, ich kann gerade auch keine Interaktion starten, ja. Ja. Okay, 3, 2, 1. Das ist eigentlich David. Ich bin da. Ja. Soll ich mal speichern drücken oder hängt es vielleicht wieder auf? Nee, lass mal mit speichern kurz, bitte. So, dann gehe ich einmal raus und wieder rein. Ich kann nicht mal Escape drücken. Dann muss ich das Spiel einfach so schließen. Oh, oben ist jetzt Untersuche die Morde. Detektiv. Mach mal voll hier. Head of Conan. Genau. Wo ist denn Baldur's Gate hin? Conan, Schnonen. Gebone, Malonen. Ja, jetzt geht's. Oh, geht wieder, ja. Ja. Erstmal speichern. Dann speichern mal. Okay. Ja, das ist immer, wenn Pilar sein Spiel sich aufhängt. Irgendwie voll. Komisch. Aber ich lade auf jeden Fall wieder rein. Kann er sich wieder umdrehen, oder? Knirch? Wo liegt das dann, ne, Leute? Also, gar kein Plan. Wenn der PC sich in Ast brechen würde oder sonst irgendwas, dann würde ich das ja irgendwie verstehen oder so, aber alle Systeme auf 70% und drunter laufen. Also. Oh, bei mir ist auch noch eine Luke im Boden. Oh. Check ich das nicht, ne? Bei dir ist auch noch eine Luke? Bei mir ist auch noch eine Luke und gehen wir mal runter.
kommt zu dir. Nee, die ist rot und ein Schloss vor. Achso. Außerdem habe ich nur ganz kurze Stummelärmchen, ich kann das leider nicht. Bist denn du? Oh, ihr seid da oben, ey. Ich bin unten im Haus, ey. Bitte. Ah, was ist denn hier oben? Unten ins Haus. Da oben seid ihr. Menu. Oh, wo ist jetzt eine Luke? Ja, hinten. Ja, bei der Treppe direkt. Da. Ja, das war die Tür. Mach's weiter. Kloppt langsam alles rein. Ich lasse es mal laden und würde einfach mal eine Kippe rauchen gehen. Wollen wir heute bis 23 machen, oder? Ja, ich habe Urlaub morgen. Also von mir aus ist das in Ordnung. Gut. Dann lasse ich das jetzt ja einfach mal die paar Minuten laufen, wo ich auf Klo gehe und eine Zigarette rauche. Also ich glaube, ich nicht bewegen. Könnt ihr euch bewegen? Ja. Sonst lade ich doch immer raus. Kann er wenigstens noch Spiel beenden drücken in dem Moment. Und David, kannst du mich da nochmal einladen? Ja. Ist es wieder aufgehangen? Warum? Mal nachlesen dann. Den Tier nicht nehmen. Okay, ich komme nicht durch die Luke, irgendwie werde ich aufgehalten. Naja, dann bleib oben. Stehst du Wache. Ah, ne, jetzt komm ich rein. Hä, seltsam. Erstmal draußen im Leben. Jetzt riecht's hier unten unangenehm. Nach Sieg, ne? Kennst du nicht. Gucken, habe ich aber eigentlich vor 5 Stunden gemacht. Nach Klo. Ist aktuell. Du riechst nach Klo, Alter. Was ist denn los hier? David, lädst du mich doch mal ein? Falle. Ja. Hau ab. Ja, ich bin doch schon weg, Mann. Hau ab. Geh weg. Ja, ich bin doch weg. Geh weg. Ja. Geh weg. Ach nee, Leute. Ziemlich frech, frech. Ist hier jemand mit deiner Körpergröße hier? Ich kann nicht mal auf meine Körpergröße stutzen, wenn du möchtest. Ist ja nicht, du kleiner Gnome. Sagt er. Sagt er mit einem Messer im Arsch. Abgespeichert, du darfst. Wie gesagt, unten passiert, boxe ich euch alle locker das, weg. Das Lustige ist, in dem Spiel ist Yuzen der Große und Alex der Kleine und im echten Leben ist es bei uns Vieren genau anders. Es ist fast genauso. Du bist ein kleines Stück kleiner als ich. Und David ist ein Stück größer als ich und Alex ist noch größer. Also. Das wir Ehen. Yes. Eigentlich genau andersrum. Ja, gut, Leute. Dann bis gleich. Jojo. Mein Gott, was soll denn der Mist? Ist der Rettungswurf gelungen, ist so nice. Ja, du warst mir ein bisschen frech, Junge. Frech? Gib dir gleich. Muss ich dich mal kurz schubsi machen? Oder fresh. Klau hier gerade alles. Lass mich. Bringst du es wieder in Schwierigkeiten oder was? Ja. Aber hier unten sind ein paar Leute. Wir könnten die wegkillern. Nein, wir killern hier niemanden. Warum denn nicht? Die haben Waffen, die haben Rüstung, die haben vielleicht coole Ringe. Du bist ein cooler Ring. Das gemein, du auch. Voll Sweeney heute von dir. Sweeney. Also nicht wegkillern. Sweeney es gibt EP. EP sind auch wichtig. EP-sen, Alter. EP sind Spesen? Ohne Spesen nichts gewesen. Hier sind Tote.
Nee, bewusstlos nur. Ah ja. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Beide, lest du gerade im Spiel? Das kann nicht sein. Ja, die ganzen Bilder, die hier sind. Na gut, dann lade ich auch mal kurz raus. Ja, kann mich ja nicht bewegen. Paulinchen? Nein. Ich bin ein bisschen... Dabei wäre ich viel lieber. Also was los da? Ich krieg nur... nur sowas von dir. Ist doch scheiße. Ja. Und in meinem Kopf? Waren mir zu viel. Ja. Ganzen Tag. Ja, aber wirklich jetzt. Das ist keine Pause. Ah, ich hatte Update. Du hattest ein Update, du? Jo. Ein Up-to-Date, du? Ein Up-to-Date, du Tupedo, ja. Da will ich drüber reden. Ja, besser ist das. Ach, Charlene, wenn ich dich nicht hätte, wäre ich ein bisschen glücklicher. Geh weg so. Quatsch, du wärst doch voll unglücklich ohne mich. Ich kenne dich ja nicht, also warum soll ich traurig sein? Meine Dryade hängt unter der Treppe fest. Ja, ist richtig so. War so geplant. Charlene, wir müssen alle wegkillen hier. Da ist das keine Gefangene, nee. Das ist der Skrupelloso. Skrupellosius. Das ist ein Römer. Skrupellosius Octavius, der Dritte. So ist es geschrieben. Ich klaue jetzt mal das Bild überm Bett. Zack, meins. Wirklich echt klebrige Pfoten hast du. Ja. Denkst du an Karma? Nein, in dem Spiel nicht. Ich glaube, alles, was geht und keiner sieht, ja. Ich bin Mr. Schatten. Ein kleiner Schatten. Ein mikroskopischer kleiner Schatten. Ihr erwischt mich nie. Ihr kriegt mich niemals. Das war ein Safe. Safe, bist du dir sicher? Safe. Mach mal. Safe? Bist du safe, Digga? Ich mach mal ein Horch. Am Safe. Nisch drinne. Wer hat denn ein Safe und packt da nisch drin? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Was ist denn los hier? Mein Gott, was machst du denn da? Na, ich stehe hier einfach zwischen Tür und Angel. Ja, Pyler ist gerade wieder reingeladen, oder? Ja, sein Spiel sieht schon wieder sehr verbuggt aus. Hm. Komisch. Muss man seinen Stream reingucken. Wieder alle am T-Posen. Ja, also wenn Pyler irgendwie hier drin ist, kann ich mich irgendwie nicht bewegen. Tja, dann müssen wir uns leider entscheiden, ob wir mit Yuzen oder mit Pyler spielen. Ja, eigentlich meistens so fürs Zweite. Ja, Pyler müsste wieder raus. Naja, solange auf Beile wartet, mache ich mir mal einen Toast. David, solange wir auf Beile warten, kannst du ja erstmal einen Toast machen, wenn du Bock hast. Ich hätte mir auch einen Toast gemacht, wenn ich keinen Bock hätte. Weil der Hunger treibt rein. Naja, wenn das jetzt hier aber eher nur rumbackt, das Spiel, dann können wir hier aufhören an der Stelle, denke ich.
Ich muss leider nur das deine Update machen, was ich auch gerade hatte. Was ist denn für ein Update? Weiß ich doch auch nicht. Wie? Hast du beides gerade Update gemacht? Warum kriegst du kleines, glaube ich, ja? Du bist ein Update. Dann hast du nur das. Alter, aue! Weil du bist so süß heute! Nee, ist seltsam, ne? Manchmal. Ich bin bald alle Worms, haben wir auch alles. Sind abwarmen. Abwarmen? Yo. Wir könnten auch Lethal Company spielen. Sorry. So abends ein kleines Gruselspiel, ein lustiges Gruselspiel. Sorry, ich fahr grad durch den Tunnel, ich verstehe dich echt schwer gerade. Was hast du gesagt? Ja, ich verstehe dich nicht. War das überhaupt Deutsch? Das war doch so, keine Ahnung, Plattdeutsch oder irgendwie so. Also, ihr seid unfair. Das hab ich verstanden. Das geht runter wie Eul. Jusen, sagst du die ganze Zeit irgendwas? Warum lachst du? Du wünschst dir meine Stimme, also in dein Gesicht. Ich glaub, erstmal hat sie nicht gemacht. Das war toll. Ich will mich bewegen können. Ich kann mich nicht bewegen. Meine Leiter, das spiel einfach mal neu, Kollege. Hab ich doch schon. Ja, lass nochmal neu. Nochmal! Oh. Okay, tu ich, wenn's irgendwas bringt. David, speicher einfach und dann hören wir hier auf. Dann warte mal erstmal, bis Pyler wieder da ist. Ne, wieso? Er kann das doch beenden, ohne dass Pyler da ist. Er braucht einfach nur rausgehen und speichern und rausgehen. Ja, stimmt. Dann ist gut. Immer noch kein Bitte gehört. Was haben wir? Aber vielleicht hilft es ja, wenn wir den Server einmal komplett neu machen. Neustart. Ich glaube, am Server lief's nicht. Weil nur Pyler hat ja die Probleme. Und wenn Pyler sein Spiel abstürzt, dann wirkt das sich irgendwie auch auf uns aus. Ja, schade. Oh mein Gott. Spielen wir nächstes Mal weiter. Ich wäre immer noch für Lethal Company. Worms, ja. Bin ich dabei. Worms, Junge, wo kommst du denn? 2010 aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Na, oder halt ein bisschen Golfit. Du musst dich mal öffnen für Neues. Warum? Damit wir es 2 Monate mit Spaß genießen und dann, oh naja, wir sind eigentlich durch. Wir sind, das ist ein Spiel, das kann man nicht durchspielen, das ist wie Worms. Das spielst du in 2 Runden und dann lässt du es wieder. Aus dem Körper, das ist nicht nur ein Spiel, Junge. Das ist eine Lebenseinstellung. Berufung. Ja, es ist ein Schicksal einfach so. Du kannst ja nichts machen, es ist halt wie es die höchste Macht.